Ja, herzlich willkommen auf dem Museumsberg Flensburg. Ich darf Sie alle herzlich begrüßen als Direktor der Städtischen Museen und in Vertretung von Simone Lange, die im Namen der Stadt Flensburg ihre Grüße übermitteln lässt und sich sehr freut, dass diese Veranstaltung heute und hier stattfindet. Ich freue mich als Museumsdirektor sehr, dass hier ein Thema seine Fortsetzung findet, das immerhin in den Städtischen Museen, das heißt vor allen Dingen im Flensburger Schifffahrtsmuseum, seinen Anfang genommen hat, hierfür nämlich die Beschäftigung und Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit von Schleswig und der Region Sönderjylland-Schleswig, was dann bekanntermaßen 2017 eben in die Ausstellung Rumschweiß und Tränen gemündet hat, kuratiert von Imani Tafari-Ama aus Jamaika, die, sag ich mal, dort eine eigene Perspektive einbringen konnte, was ich fand der Ausstellung sehr, sehr gut getan hat. Und auch in der Publikation, die erschienen ist, herausgegeben von Marco Petersen von der Südschleswigen Sammlung der Dänischen Zentralbibliothek. Auch da eine deutsch-dänische Zusammenarbeit und die haben wir heute auch wieder repräsentiert auf dem Podium und ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier begrüßen zu dürfen und freue mich auf diese Veranstaltung. Vielen Dank. Ja, ich freue mich auch sehr. Schön, dass Sie alle da sind. Mein Name ist Katrin Fischer. Ich freue mich, den Abend heute moderieren zu dürfen. Und ehe ich Ihnen jetzt gleich die Podiumsgäste und den Ablauf genauer vorstelle, erstmal ein großes Dankeschön nochmal an Michael Fuhr, dass wir heute da sein dürfen und dass wir hier in der Aula sein dürfen und hinterher auch bei Kaltgetränken hoffentlich noch ein bisschen weiter diskutieren können. Und danke auch an Sibylle Bauriedel. Sie ist seit 2018 Professorin für integrative Geografie an der Europa-Universität Flensburg und hat den Abend heute initiiert. Und noch ein kleiner organisatorischer Hinweis. Die Diskussion heute Abend wird von Jam Studio, da hinten sitzt Norbert vom Jam Studio, aufgenommen als Audiospur. Also es gibt kein Video, nur Audio. Aber wenn wir hinterher mit von euch Fragen bekommen, dann ist die Bitte, ins Mikrofon zu sprechen für die Aufzeichnung. Wenn irgendjemand nicht ins Mikrofon sprechen möchte, dann müsste er seine Frage aufschreiben und dann lese ich sie vor. Also, die Frage, warum das Thema postkoloniale Erinnerungskulturen in Flensburg, ist eine Frage, die man vielleicht hier gar nicht unbedingt stellen muss. Klar ist, die Stadt Flensburg und die Region Schleswig haben eine lange Kolonialgeschichte. Die Flensburger Stadtentwicklung beruht seit 1755 auf kolonialen Verflechtungen mit Zugang zu karibischen Kolonien des dänischen Königreichs. Klar ist auch, das Schleswig-Holsteinische Landesparlament hat beschlossen, die europäische und deutsche Kolonialgeschichte Schleswig-Holsteins aufzuarbeiten und ein Erinnerungskonzept zu entwickeln. Und dabei sollen natürlich die schleswig-holsteinisch-dänischen Verflechtungen mit berücksichtigt oder hier in der Region besonders berücksichtigt werden. Und dann hört das mit den Klarheiten aber auch schon auf. Es entstehen viele Fragen. Was genau ist ein Erinnerungskonzept? Wessen wird wie, wann, wo und warum erinnert? Wie politisch ist dieses Erinnern? Welche Stimmen kamen bisher nicht zu Wort? Welche koloniale Geschichte wird nach wie vor verdrängt, nicht genügend gehört oder andersherum viel zu harmlos in den Vordergrund gestellt? Was haben Geschichtswissen und Erinnerungskulturen mit dem Verständnis unserer Gegenwart zu tun? Ganz konkret, wie könnte ein Erinnern an die Beziehung zwischen Flensburg und den karibischen Inseln aus unterschiedlichen Perspektiven aussehen? Und welche Bedeutung hat dieses Erinnern für eine Stadt der Vielfalt und des integrativen Zusammenlebens und wo sind vielleicht die Konfliktpunkte? Diese zentralen Fragestellungen wollen wir heute mit Fokus auf die spezifische Geschichte Flensburgs diskutieren und dazu haben wir Expertinnen auf dem Podium und ich fange alphabetisch an und da sitzt ganz rechts Dr. Felix Axter, Historiker und Ethnologe, 2011 mit einer Arbeit Koloniale Repräsentationen auf Bildpostkarten in Deutschland 1870 bis 1930 an der Universität zu Köln promoviert und arbeitet jetzt als Historiker am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin und auch am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und seine Forschungsschwerpunkte sind eben Kolonialgeschichte, Geschichte des Antisemitismus, Rassismustheorie, Mediengeschichte und Erinnerungspolitik. Also er kann uns heute ganz viel Gruß einordnen. Hoffe ich doch.
Dann alphabetisch geht es weiter. Professor Dr. Sibylle Bauriedel, zu meiner Linken, ist seit 2018 Professorin für integrative Geografie an der Europa-Universität Flensburg. Sie lehrt und forscht zu sozialökologischer Transformation, feministischer Geografie, solidarischer Stadtentwicklung, Plattformökonomien, kolonialen Hafenstädten und Landnutzungskonflikten. Und Lars Harms, Fraktionsvorsitzender des SSW im Schleswig-Holsteinischen Landtag und unter anderem Mitglied des Innen- und Rechtsausschusses, des Finanzausschusses, des Ältestenrats und des Gremiums für Fragen der friesischen Volksgruppe im Lande Schleswig-Holstein. Noch mehr. Das ist das, was ich gefunden habe. Und Lars Harms ist seit dem Jahr 2000 Landtagsabgeordneter und seit 2012 Fraktionsvorsitzender des SSW. Und vom SSW stammt eben die Initiative zu einer breiten Aufarbeitung der Kolonialgeschichte Schleswig-Holsteins. Und darüber wollen wir heute natürlich auch sprechen. Und Luzi Metzdorf hat in Marburg Geschichte studiert, studiert nun den Masterstudiengang Kultursprache Medien an der EUF, arbeitet als Museumsführerin am Schifffahrtsmuseum und hat die App entwickelt, Flensburg Postkolonial oder POCO-FL. Und diese App bietet in einem Rundgang anhand von 15 Stationen Informationen zu Flensburgs Kolonialgeschichte. Und wahrscheinlich vermissen Sie sie alle schon, die grüne Landtagsvizepräsidentin und Sprecherin für Migration und Flucht sowie Antirassismus, bei ihr auch unter anderem. Der Grünen im Landtag, Aminata Touré, hat ihre Teilnahme heute abgesagt. Sie können sich's denken, aufgrund der laufenden Koalitionsverhandlungen. Damit ist die Vorstellungsrunde zu Ende und ich kann mit meiner ersten Frage loslegen. Die geht an Sibylle Bauriedel. Bisher dominiert oder man kann vielleicht auch mittlerweile sagen, bisher dominierte im Stadtimage Flensburgs sozusagen die Rumstadt. Also Flensburg mehr so als Stadt der ehrbaren Kaufleute, der tüchtigen Überseekapitäne. Und es ändert sich jetzt langsam. Das Interesse an der deutschen Beteiligung kolonialer Ausbeutung wächst allenthalben. Mittlerweile auch hier in Flensburg. An der Debatte bist du stark beteiligt über das Netzwerk Flensburg Postkolonial und eben auch als Forscherin. Du bist seit 2018 hier. Was hat sich denn in deinen Augen in den letzten Jahren im Blick auf Flensburgs Geschichtswahrnehmung verändert? Vielen Dank. Ich spreche einfach mal nach vorne und gucke dich nicht an, obwohl du die Frage gestellt hast. Also ich begrüße auch alle, die da sind. Ich freue mich total, dass sie gekommen sind. Und natürlich auch vielen Dank an die, die hier auf dem Podium sitzen. Und das ist für mich schon ein Hinweis darauf, dass sich was entwickelt hat in den letzten Jahren. Und nicht erst seitdem ich da bin, sondern auch schon davor natürlich. Dass es überhaupt ein Interesse an solchen Veranstaltungen gibt, die sich mit kolonialen und postkolonialen Verhältnissen beschäftigen. Und das zeigt für mich auch schon einen Hinweis, dass hier ein Wandel stattfindet, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und ich beobachte das so, dass es einen Perspektivwechsel gibt, wie über Kolonialismus nachgedacht wird, dass es nämlich nicht mehr nur eine Frage ist der Kolonialgeschichte. Wir gucken uns so lineare Entwicklung an und überlegen uns, wie wir das von heute aus betrachten, sondern dass vor allem in Flensburg ganz stark auch eine Reflexion der Verflechtungsgeschichte stattfindet. Und zwar Flensburg in Bezug auf die Karibik. Das ist naheliegend, auch wenn das allen nicht permanent auffällt, die Verbindung zur Karibik über die dänische Zeit, aber auch gleichzeitig die Verflechtung zu Kopenhagen, nach Altona, nach Ghana im Kontext dieser Plantagenökonomie, die den Wohlstand in Flensburg über lange Jahrhunderte geprägt hat. Und das finde ich bemerkenswert, dass diese Verflechtungsgeschichte wahrgenommen wird. Ich betrachte das, was hier passiert, auch aus meinem Hintergrund der Auseinandersetzung mit kolonialen Verhältnissen in Hamburg, Altona und natürlich auch, was in Berlin passiert. Das kann uns Felix vielleicht noch besser darauf Hinweise geben. Und dass diese Perspektive auf Verflechtung, dass es nicht nur am deutschen, sondern auch dänischen Kolonialismus und vor allem, was hier eine besondere Bedeutung hat, dass es über eine grenzüberschreitende Auseinandersetzung ist im Raum Schleswig.
Und daran sind verschiedene Akteure beteiligt, die dazu führen, dass es auch ein, in der Geschichtswissenschaft nennt man das auch multidirektionales Erinnern, also nicht nur aus der Perspektive von Flensburg heraus, sondern auch, Sie haben es schon erwähnt, die kuratierte Ausstellung von der Kuratorin aus Jamaika, die eine andere Perspektive in die Stadt gebracht hat, ins Schifffahrtsmuseum, und diese Perspektiven hier zusammengekommen sind. Und dass das stattfindet, diese Art von Perspektivwechsel, daran sind viele Akteure beteiligt, natürlich die Museen, und hervorzuheben ist natürlich das Schifffahrtsmuseum mit einer Dauerausstellung, die immer noch den Titel trägt, Zucker, Rum und Sklaverei. Und es wird immer noch hingewiesen, da braucht es Finanzierung, damit diese Schilder mal geändert werden können, dass es eher um Versklavungsgeschichte geht. Und im Schifffahrtsmuseum gibt es eine Dauerausstellung zu dem Thema, das ist schon mal bemerkenswert. Und ein entscheidendes Jahr war 2017, ja, wo auch diese neue Perspektive eine große Rolle gespielt hat. Und der Anlass ist eigentlich relativ makaber, weil 2017, 100 Jahre, daran erinnert wurde, dass Dänemark seine dänischen Kolonien in der Karibik verkauft hat. Das Land, die Natur, die Menschen an die USA. Also dieser sogenannte Transfer Day wurde begangen, und das war auch ein Anlass, sich in Kopenhagen, in Altona und in Flensburg damit auseinanderzusetzen. Also solche Daten braucht man offensichtlich auch, um das zum Anlass zu nehmen. Und in dem Kontext ist ziemlich viel passiert, und ich habe jetzt beispielhaft dieses Handbuch mitgebracht, ja, das ich in meinem Rucksack hier hochgeschleppt habe. Wenn Sie das noch nicht kennen, erwerben Sie das im Schifffahrtsmuseum. Das ist von den Flensburger Museen und den Museen in Schleswig. Also das ist eine Koproduktion von Süd- und Nordschleswig und herausgegeben von einem Mitarbeiter des Dänischen Museums, Marco Petersen, der heute leider nicht dabei sein kann, aber gerne in Zukunft teilnimmt. Und also es gibt einen großen Fundus an Auseinandersetzung zu vielen Themen, die mit dieser Verflechtungsgeschichte zu tun hat. Und dann die erwähnte temporäre Ausstellung, die im Schifffahrtsmuseum stattgefunden hat, von Imani Tafari Ama. Und es gibt zum Beispiel die Idee, darum geht es ja am Ende auch, was können wir denn in Zukunft machen? Imani Tafari Ama möchte gerne die Ausstellung als virtuelle Ausstellung weiterführen. Ja, und wir versuchen mit ihr zusammen schon länger auch eine Finanzierung zu finden, das zu tun. Also dass das, was erarbeitet wird, und da geht es ganz stark um die Verflechtung Flensburg, Ghana, Jamaika und die dänischen Kolonien, dass das auch zugänglich und bewahrt bleibt. Und eine virtuelle Zugänglichkeit ist, darüber wird Luzi ja auch noch sprechen, ist auch eine angemessene Form. Und was du noch angesprochen hast, ist, ich mache es kurz, ja, es gibt seit einigen Jahren das Netzwerk Flensburg Postkolonial, und seit wenigen Wochen auch hat das Netzwerk eine Homepage, die wir immer stärker bestücken. Meine Mitarbeiterin Lara, die auch gleich das Mikro rumreicht, hat da vor allem viel für getan. Und das Ziel ist, dass es eine Homepage gibt, die verschiedenen Aktivitäten auch verfügbar und zusammenbindet, damit sie auch wahrgenommen werden können. Und in diesem Netzwerk sind vor allem Pilkentafel ist hier, das Schifffahrtsmuseum, einige Kolleginnen von der Universität, viele Studierende, die auch postkoloniale Stadtrundgänge machen, und auch viele Einzelakteurinnen der Stadtgesellschaft, die sich hier zusammengefunden haben in diesem Netzwerk Postkolonial. In ähnlicher Form gibt es auch in vielen anderen deutschen Städten, und jetzt haben wir das in Flensburg auch. Und ich möchte auch erwähnen, dass einiges im öffentlichen Raum stattfindet. Es sind nicht nur die Bildungsinstitutionen, die Universität, die Schulen, die Museen und die Archive, sondern auch im öffentlichen Raum. Und da gab es in den letzten Jahren auch einige interessante Veranstaltungen, zum Beispiel die Pilkentafel hat eine interessante Performance gemacht über einen Monat, falls Sie das gesehen haben, an der Hafenspitze, die Leerstelle verankern. Das war die Idee, eine Diskussion auch in Gang zu bringen. Braucht es nicht auch einen Gedenkort an diese Plantagenökonomie und die Bedeutung, die das für Flensburg hat, darauf hinzuweisen? Genau, und dann passiert noch was Großes, nämlich der Landtag hat diskutiert, und das überlasse ich aber Ihnen. Ja, okay.
Ja, genau. Also danke erstmal für diesen Aufriss, was sich so in den letzten Jahren geändert hat. Da merkt man schon, dass viel in Bewegung kommt. Und Lars Harms, das Landesparlament hat eben im Februar die Entwicklung eines Erinnerungskonzepts zum deutsch-dänischen Kolonialismus für Schleswig-Holstein beschlossen. Die Initiative dazu stammt vom SSW. Aus welchem Anlass habt ihr das Thema in einer großen Anfrage, glaube ich, das erste Mal ja an die Landesregierung adressiert? Und was ist das Ziel genau? Ja, das ist eine sehr vielschichtige Frage. Fangen wir mal mit der großen Anfrage an. Das ist so ein Instrument im Parlament, wo man sagt, wir fragen die Regierung mal zu einem ganz breiten Thema, um überhaupt erstmal zu hören, was gibt es denn da? Gibt es da überhaupt schon Informationen drüber? Beschäftigt man sich politisch, gesellschaftlich mit einem bestimmten Thema? Das war das Ziel auch dieser großen Anfrage, einfach mal zu hören, was passiert im Land eigentlich im Bereich Kolonialismus? Gibt es überhaupt eine Aufarbeitung? Gibt es Partnerschaften? Gibt es Entwicklungszusammenarbeit, die auf diese koloniale Geschichte auch aufsetzt? Das ist uns ganz wichtig. Und 2020 oder 2019? Ne? Das war 2019. Und das dauerte auch eine gewisse Zeit, diese Daten zusammenzutragen, weil das war nicht so einfach, weil auch die Landesregierung, das muss man denen zugutehalten, die mussten richtig suchen. Also regelrecht herausfinden, detektivisch, was überall im Land passiert und was auch eben nicht passiert. Das war erstmal eine Grundlage, die wir geschaffen hatten und haben uns dann überlegt, was muss eigentlich in diesem Bereich passieren, beziehungsweise welche Handlungsmöglichkeiten für uns als Land gibt es. Und da gibt es vier Bereiche, wo wir gemerkt haben, Mensch, da kann man vielleicht was entwickeln, wenn man dieses Thema weiter spielt. Das eine war, dass der Ministerpräsident zur gleichen Zeit, wie wir die große Anfrage stellten, in Namibia war, als Bundesratspräsident, dort auch eine, ja, wie soll man das diplomatisch formulieren, eine Entschuldigung gegenüber den Herero und Nama auch aussprach im Namen unseres Staates zum ersten Mal. Und da haben wir uns überlegt, eigentlich müsste es doch zu diesen Kolonien, die mal deutsch waren, eigentlich auch in irgendeiner Art und Weise engere Beziehungen geben, und zwar über diese Geschichte hinaus. Warum haben wir eigentlich keinen kulturellen Austausch? Warum haben wir keinen Schüleraustausch? Warum gibt es keine Wirtschaftsbeziehungen? Warum machen wir nicht mit bestimmten Regionen auch Entwicklungszusammenarbeit? Mit Tansania gibt es ein bisschen, aber ansonsten bricht das ab. Es gibt also keinerlei Beziehung. Die einzige Beziehung, die wir zu unseren Kolonien haben, ist, dass wir sie mal ausgebeutet haben und dass wir die Menschen dort gequält haben. Und da finde ich, da kann mehr draus erwachsen. Also es hört sich jetzt erstmal schräg an, aber warum soll man nicht eben Wiedergutmachung betreiben, indem man einfach gemeinsam Dinge versucht weiterzuentwickeln. Und zwar nicht, wir kommen aus Deutschland und erklären euch die Welt, sondern wir treffen uns auf Augenhöhe. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Flensburg eine Partnerstadt hätte, dass vielleicht das Land Schleswig-Holstein eine Partnerregion hätte, vielleicht sogar einen Partnerstaat, haben wir in anderen Ländern auch. Warum soll man es in dem Bereich nicht haben? Das war so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, glücklicherweise sind wir die AfD jetzt los, aber das war politisch gesehen ein deutliches Zeichen, dass auch wir in Schleswig-Holstein rassistische Tendenzen haben. Und rassistische Tendenzen beruhen vornehmlich auch auf Kolonialismus, beziehungsweise auch der Kolonialismus auf Rassismus. Beides bedingt einander, beides hing miteinander zusammen. Und wenn man sieht, dass man in einem Staat Rassismus hat, dann muss man erstmal überhaupt die Geschichte aufarbeiten, um dann tatsächlich auch über das bisherige Maßheben auch gegen Rassismus vorgehen zu können. Das ist uns also das zweite Anliegen. Das dritte war, dass wir immer wieder gesehen haben, es passieren Projekte irgendwo. Und die haben wir auch immer alle gerne unterstützt. Das Buch ist ja auch so ein Projekt, nicht nur das Buch selber, sondern was also auch dahinter steckt. Und die Projekte haben immer die Schwierigkeit, wenn sie denn gemacht worden sind, dann ist Projekt zu Ende und dann muss man sich was Neues einfallen lassen, damit man wieder in irgendeiner Art und Weise eine Förderung bekommt. Das ist in vielen Bereichen so, aber führt natürlich dazu, dass man dann beispielsweise in einer Einrichtung sagt, wir machen das jetzt, dann haben wir Kolonialismus bearbeitet. Ja, morgen müssen wir was anderes machen. Machen wir, was weiß ich, ein völlig anderes Thema, weil wir haben keine Fördermittel mehr. Und der Staat gibt mir keine Fördermittel für Kolonialismusarbeit, weil haben wir ja schon als Projekt gemacht.
So, dass da eine Verstetigung reinkommt, dass eine Chance besteht, verstetigt auch solche Dinge zu finanzieren, ist so der dritte Part gewesen. Und der letzte Part, der war tatsächlich die ständigen Diskussionen in der Region über Benennung, Umbenennung, Umgang mit Straßennamen, mit Platznamen, mit Denkmälern und so weiter und so fort. Alles das, was überall in den Kommunen die Leute bewegt, nicht überall vielleicht, also nicht in jeder Kommune, aber doch flächendeckend im Land hat man immer diese Probleme. Und niemand weiß eigentlich, wie man damit richtig umgehen soll. Es sind ja auch immer Einzelfälle. Und in Hamburg hat man beispielsweise einen Handlungsleitfaden ausgearbeitet, wie man mit Straßennamen umgehen könnte. Also ob man sie umbenennen kann oder ob man in irgendeiner Art und Weise unterhalb des Schildes informiert, ob man Veranstaltungen macht zu dem Namen oder zu dem, was auf dem Straßenschild steht. Und das fanden wir eigentlich sehr spannend, weil wir haben hochemotionale Diskussionen überall. Da prallen die Welten aufeinander, die Traditionalisten und die Menschen, die da was verändern wollen. Und niemand weiß eigentlich, wie es so richtig geht. Und dann verharrt man immer in diesem Konfliktstadium. Und da haben wir gesagt, das wäre doch gut, wenn da etwas ausgearbeitet werden könnte. Das soll auch Teil dieses Entwicklungskonzeptes sein. Und wenn da Kommunalpolitiker eben auch eine Hilfestellung bekommen könnten, dann glaube ich, wäre das eben auch für die Befriedung in der Kommune, was das Thema angeht, dann auch wirklich sehr, sehr hilfreich. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich jede kommunale Äußerung gut finde, die da läuft. Also ich finde schon, man muss da sehr genau sich mit dem Thema beschäftigen und offen sein und nicht gleich die Luke dicht machen und sagen, die Straße hat 100 Jahre so geheißen, also bleibt das so, sondern da muss man auch diskutieren dürfen. Aber wenn man eben einen Handlungsleitfaden hat, dann fällt es vielleicht auch der Kommunalpolitik etwas leichter, sich dieses Themas überhaupt nähern zu können. Das sind so die vier Punkte, die uns bewogen haben, überhaupt erstmal anzufangen. Ja, prima. Also da steckt ja schon ganz viel für die Diskussion jetzt gleich drin. Ich stelle mir auch vor, ganz viel jetzt für Felix Axter. Ich habe mir noch aufgeschrieben die Frage, weil du auch Hamburg erwähnt hast, die Stadt Hamburg hat auf ihrer Website die kritische Aufarbeitung der global verflochtenen kolonialen Geschichte und ihrer Folgen gehört zu den wichtigsten erinnerungspolitischen Aufgaben unserer Zeit. Also das wird jetzt nach vorne gestellt, das passt zu dem, was ihr gesagt habt. Und da ist die Frage, wieso, und vielleicht ist da auch schon ein Teil dessen, was gerade Lars Harms gesagt hat, wenn er von Emotionen spricht, aber warum haben wir der Opfer von Kolonialismus bisher so wenig gedacht und warum ändert sich das gerade jetzt? Ja, vielen Dank. Also das ist jetzt auf jeden Fall eine große Frage und ich weiß nicht, ob ich die groß beantworten kann. Ich fange vielleicht mal ganz einfach an. Also ein paar Stichworte sind schon gefallen, da würde ich auch gleich vielleicht noch mal ganz kurz drauf eingehen, aber vielleicht ganz einfach. Ich glaube, es hat mit Ignoranz zu tun, ganz wesentlich. Und es verweist, glaube ich, gleichzeitig auf Kontinuitäten. Und das hat ja vielleicht auch mit Ignoranz zu tun. Also das Stichwort Rassismus ist ja eben gefallen. Ich würde sagen, der Rassismus, das ist jetzt nichts Neues. Der hat die Kolonialzeit sozusagen überlebt. Ich glaube, dass wir auch, also ich finde es völlig richtig, an jeder Stelle irgendwie der AfD einen vorzukoffern, da bin ich sofort dabei. Ich glaube, dass wir aber trotzdem Rassismus nicht auf die AfD abwälzen können, weil wenn wir das könnten, dann würden wir, glaube ich, nicht erklären können, warum wir so lange des Kolonialismus nicht gedacht haben. Also ich glaube, wir müssen zu einem viel umfassenderen Verständnis von Rassismus kommen und da bin ich jetzt sozusagen bei den auch bei den Kontinuitäten. Ich habe jetzt im Vorfeld von der Veranstaltung, habe ich mir noch mal so ein bisschen rumgeblättert in verschiedenen Büchern. Es gibt ein Buch, Unsere Opfer zählen nicht, die dritte Welt im Zweiten Weltkrieg, von 2005 ist das. Und in dem Buch, das ist wirklich eine starke Pionierarbeit gewesen, also wo es einfach um Soldaten geht, die sozusagen bei den Alliierten gekämpft haben gegen den Faschismus und die aber in unserem Verständnis vom Zweiten Weltkrieg eigentlich ja kaum vorkommen oder zumindest bis 2005 eigentlich kaum vorkam. Und das Vorwort schreibt ein Professor aus Kamerun, Historiker, Philosoph, weiß ich jetzt nicht mehr genau, und der sagt halt, naja, unsere Opfer zählen halt nicht, weil wir sind immer noch Peripherie. Ja? Und solange es immer noch diese Logik gibt von dem Zentrum, also Stuart Hall hat ja mal von dem The West and the Rest gesprochen, vielleicht ist das eine ganz griffige Formulierung, ja? Also wenn es immer noch sowas gibt wie ein Zentrum, was der Westen ist, und eine Peripherie, was der Rest ist, also die ehemals kolonialisierte Welt, dann haben wir sozusagen immer noch mit sehr starken Machtasymmetrien zu tun. Und solange, also das ist so ungefähr die These von diesem Historiker in dem Vorwort, solange werden unsere Opfer auch nicht zählen.
Ich glaube, dass die Frage von Kontinuitäten, die kann man jetzt natürlich in verschiedensten Richtungen aufwerfen. Das wird Ihnen auch alles bekannt sein. Ja? Also wenn wir nochmal also an ökonomische Verhältnisse denken, wir können aber natürlich auch an sowas wie Mobilität denken. Ich meine jetzt nicht Mobilität im Sinne von Aufstieg, sondern tatsächlich von Bewegungsfreiheit. Also wir erleben das ja tagtäglich im Mittelmeer, was es heißt, ja? Dass der eine Teil der Welt sich mehr oder weniger frei bewegen kann und der andere nicht. Und das ist natürlich auch eine koloniale, das hat natürlich auch mit einer kolonialen Geschichte zu tun. Also ich denke, es gibt ganz verschiedene Ebenen, wo wir so eine Kontinuitäten feststellen können. Und ich möchte aber vielleicht ganz kurz, um nochmal auf die Wissenschaft wieder zu sprechen zu kommen, auf die Geschichtswissenschaft vor allem, und da eine zweite Publikation nennen, die ist 2002 erschienen, die für mich sehr wichtig war, mit dem Titel Jenseits des Eurozentrismus, postkolonialen Perspektiven in den Geschichts- und Kulturwissenschaften. Das würde auch vielleicht gleich überleiten zu der Frage, warum sich das gerade ändert. Da ist ja auch schon das Stichwort des Perspektivwechsels gefallen. Also bleiben wir aber nochmal bei dem Begriff des Eurozentrismus. Ich glaube, dass es auch in den Wissenschaften, also in der wissenschaftlichen Wissensproduktion, also eben sehr starke Kontinuitäten gab. Und das lässt sich vielleicht mit diesem Begriff des Eurozentrismus als Teilaspekt von Rassismus vielleicht ganz gut beschreiben. Also die Vorstellung, dass es eben ein Zentrum gibt, dass es eine Peripherie gibt, ja, dass das Zentrum sozusagen mit Fortschritt assoziiert wird, mit Bewegung, mit Dynamik. Und die Peripherie eben mit Stillstand, das sind ja ganz klassische koloniale Topoi. Und ich denke, dass sich das aber in den Wissensordnungen auch nach dem Kolonialismus einfach fortgesetzt hat, ganz stark. Und dass die postkoloniale Theorie genau sozusagen die Intervention war, der Einsatz war, um zu einem Jenseits des Eurozentrismus zu gelangen. Vielleicht als letzten Punkt noch, also man könnte ja auch die postkoloniale Theorie als eine Art von Perspektivwechsel bezeichnen. Also ich glaube, es wäre völlig zutreffend. Mir ist es aber auch nochmal wichtig zu betonen, dass es, glaube ich, auch um Kämpfe geht, die stattfinden. Also ich habe auch in Vorbereitung zu dieser Veranstaltung nochmal bei Walter Benjamin nachgelesen, dieser Text über den Begriff der Geschichte, und wo er nochmal ganz stark das Argument macht. Also vielleicht kann ich das einmal ganz kurz, muss nochmal nachgucken, wie die Formulierung ist. Er sagt ja so etwas wie, und ich finde das ein ganz gutes Zitat, in jeder Epoche muss versucht werden, die Überlieferung von Neuem dem Konformismus abzugewinnen, der im Begriff steht, sie zu überwältigen. Also das heißt, wenn man mit einem Verständnis auf Geschichte guckt, und ich denke, das spricht einiges für, dass es sozusagen um Kämpfe geht, dann ist natürlich auch sowas wie Erinnerungspolitik immer umkämpft. Und ich denke, dass es einfach in den letzten, ja, ich meine, die postkoloniale Theorie kann man natürlich auch schon einige Jahrzehnte zurückdatieren. Wenn wir jetzt bei Deutschland bleiben, fängt das vielleicht so Anfang der 90er an, vielleicht muss man auch ein paar Jahre zurückgehen, noch Mitte der 80er. Letztes Buch, auf das ich verweisen will, Farbe bekennen, afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Also es gibt sozusagen etwas, also es gibt Mitte der 80er im Kontext von feministischen Debatten, gibt es sozusagen schwarze Frauen, die sich als schwarzes Subjekt konstituieren, ja, und die ihre Geschichte, und das heißt eben auch die Kolonialgeschichte, aber auch die Geschichte des im NS aufarbeiten. Und ich denke, dass dann die postkoloniale Theorie da sozusagen, also, oder man könnte das ja auch ein Teil von so einer Zäsur oder von so einer Intervention, die dann Postkolonialismus heißt, also man könnte es auch als Teil davon sehen. Und ich denke, dass das Kämpfe sind, dass das Auseinandersetzungen sind, dass Leute das sozusagen sich reinreklamieren in die Geschichte und teilweise eben auch Erfolg haben. Und ich denke, deswegen sitzen wir jetzt hier. Und das wäre jetzt mein allerletzter Punkt. Und da komme ich nochmal auf die Ignoranz zurück. Ich fand das ganz interessant, was du gesagt hast. Die Landesregierung musste gucken, was überall so im Land passiert. Ja, also das ist sozusagen genau das, was ich meinte, was Walter Benjamin meint. Das ist, also es ist ja nicht so, dass dann irgendeine Regierung plötzlich sagt, so, jetzt müssen wir mal Kolonialismus machen, jetzt geben wir mal Gelder raus, sondern das sind ja alle Sachen, die von unten über Jahrzehnte erkämpft werden. Und insofern ist mir das nochmal wichtig, sozusagen dem Perspektivwechsel das noch an die Seite zu stellen, dass es um erinnerungspolitische Kämpfe geht. Vielen Dank. Und dann kommt meine Frage an Luzi. Du hast die App POCO FL, ich habe hier immer Flensburg postkolonial stehen, deshalb muss ich das jetzt immer nochmal umschreiben, also POCO FL entwickelt und hast ja damit sozusagen auch eine moderne Form für ein Thema gefunden, was ja durchaus auch schon, wenn man jetzt fragt, wie kommt die Veränderung jetzt zustande, in den Museen werden diese Themen ja auch schon länger adressiert, auch im Schifffahrtsmuseum, aber die App ist eben nochmal eine neue Form, wird auch medial wahrgenommen. Ich habe einen Beitrag im NDR-Fernsehen, immerhin in der prominenten, also für unsere Verhältnisse, prominente Sendung Das, ja. Was hat dich denn dazu bewogen, dich so erstmal mit dem Thema so intensiv, also koloniale Spurensuche in der Heimatstadt,
seit 12, also glaube ich, also nicht ganz Heimatstadt, aber doch hier groß geworden. Also, und also was hat dich dazu bewogen, diese Spuren zu suchen und dann ja sozusagen, was wir gerade gehört haben, von unten sich dem Thema so anzunähern und ja auch, nehme ich an, sehr viel Zeit reinzustecken? Also POKO FL steht für Postkoloniales Flensburg, also um nochmal den Namen zu erklären. Also bei mir fing das an, dass ich im Rahmen, also ich habe mein Abitur hier gemacht in Flensburg und im Rahmen dessen habe ich ein Praktikum gemacht in einem der zwei Rumhäuser hier in Flensburg. Habe danach im Rumhaus gearbeitet, auf der Rumregatta gearbeitet und ich habe weder in der Schule noch während meiner Arbeit im Rumhaus irgendwie was Kritisches wahrgenommen. Und dann habe ich angefangen, Geschichte zu studieren und habe auf einmal gemerkt, oh, es gibt Postkolonialismus. Und damit einherging, oder mit Kolonialismus ging dann auch noch struktureller Rassismus einher. Und dann habe ich gemerkt, dass es hier in Flensburg, auch wenn es schon so viele Sachen gibt, noch nicht genug gibt. Und vor allen Dingen auch immer noch mit Barrieren auf jeden Fall, würde ich sagen. Und gerade dadurch, dass ich hier zur Schule gegangen bin und gemerkt habe, es ist irgendwie kaum Thema in der Schule, habe ich mir erhofft, durch die App mehr mit SchülerInnen in Kontakt zu treten und es sozusagen niederschwellig zu machen, dass sozusagen die Sprache einfach gehalten ist, die Begriffe erklärt werden, weil ich glaube, schon allein bei den Begriffen gibt es Hürden, dass Menschen das nicht verstehen teilweise und sich dann auch abgeschreckt fühlen von diesem Thema. Also ging es mir auf jeden Fall lange und deswegen wollte ich das dass man bei den Kindern anfängt, um auch so gegen Rassismus zu arbeiten. Ich würde einmal ganz kurz noch nachfragen, wie die Resonanz auf die App ist. Sind fast alle begeistert? Gibt es kritische Stimmen? Wie sieht es aus? Also ich habe davor eine Bachelorarbeit auch noch geschrieben. Da sozusagen liegt der Grundstein drin. Also die Bachelorarbeit heißt »Leidet Flensburg an kolonialer Amnesie?« Und darauf aufbauend habe ich dann auch die App entwickelt. Und ich würde sagen, als ich versucht habe, für die App und für die Eröffnung Werbung zu machen oder überhaupt Spendengelder, also das, die App ist gefördert von Flensburg startet durch, also einer Organisation hier in Flensburg, aber mir wurde nicht der gesamte Förderantrag bewilligt, also ich will jetzt hier nicht rummeckern, aber am Anfang war die Resonanz wenig und dann habe ich mit sehr viel Zeit und Mühe das sozusagen zu zweit, also ein ITler und ich plus noch zwei Studenten, wir haben das aus eigener Kraft hochgezogen und jetzt wird die Resonanz groß, also jetzt, wo man sozusagen Endprodukt hat, aber ich hätte mir halt schon im Vorhinein mehr Unterstützung gewünscht. Konnten Sie vielleicht nicht alle genau vorstellen, wie das dann aussieht? Wir haben ja jetzt schon in dieser ersten Runde ein paar Sachen gehört, die zentral sind. Perspektivwechsel ist jetzt ein paar Mal gefallen. Es geht auch um Machtasymmetrien, um Kämpfe. Und ich hätte jetzt noch mal eine Frage an dich, Felix. Nämlich die Frage, was muss sozusagen, also wenn wir an die Geschichte des Kolonialismus und der Sklaverei erinnern, weil es oder der Versklavung, weil es mit uns so viel zu tun hat. Was muss es denn leisten? Ich habe das so verstanden, dass wir ja dass wir sozusagen auch diese Strukturen sehr tief verankert haben, wenn es um Eurozentrismus geht und the West and the Rest. Das sind ja alles Dinge, die sehr tief in unserem kulturellen Unbewussten drin sind. Und das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir erinnern in Flensburg an eine Geschichte, dann, dass das nicht einfach äußerlich bleibt, sondern dass man die Leute erreicht, in ihren Emotionen und in dieser sozusagen kulturellen Amnesie, die ja ganz tief dann reinreicht. Wie muss denn so ein Konzept aussehen, dass es sowas leisten kann? Wieder eine große Frage, ich weiß. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich da wirklich jetzt kompetent bin, das zu beantworten. Aber was mir dazu einfällt, ist zunächst mal das, weil ich glaube, was gar nicht so einfach ist, weil es ja, wenn man das quasi ernsthaft machen will, dann stellt das ja sehr viel in Frage. Also es stellt ja auch sehr viel von dem jetzt in Frage, wie die Welt jetzt beschaffen ist. Ja? Also es stellt sozusagen uns, sage ich jetzt mal, auch sehr doll in Frage. Ich glaube, das ist so eine Hürde. Also, aber wir haben ja auf der anderen Seite eigentlich beste Voraussetzungen gerade, weil ja sowieso alles in Frage steht mit dem Klimawahnsinn. Also insofern könnte man ja auch langsam mal anfangen, also sozusagen auch das Wirtschaftssystem in Frage zu stellen zum Beispiel. Wenn du jetzt ganz konkret mich fragst, wie muss das beschaffen sein? Also ich habe im Vorfeld auch nochmal gedacht, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen peinlich, aber ich mache es trotzdem. Ich würde nämlich gerne von einer Ausstellung berichten, an der ich selber mal beteiligt war.
Da ging es nämlich auch um Kolonialpostkarten, weil du die erwähnt hattest. Und wir haben, also was uns sehr wichtig war, und ich finde das, glaube ich, auch, also das ist so das Einzige, was mir konkret dazu einfällt, wo wir wieder bei Perspektiven sind, ja. Ich finde es, glaube ich, sehr wichtig, also zum einen finde ich es total wichtig, Herrschaftsverhältnisse darzustellen. Also wenn es jetzt darum geht, in Flensburg, keine Ahnung, das Handelshaus hat hier mit rumgehandelt oder solche Geschichten zu erzählen, zu benennen, das finde ich total wichtig. Und gleichzeitig finde ich es, glaube ich, auch total wichtig, die Gegengeschichten nicht aus dem Blick zu verlieren. Und mit Gegengeschichten meine ich jetzt zum Beispiel Geschichten, also was ich vorhin kurz erwähnt hatte, mit diesem Buch Farbe bekennen, die Geschichte von Kolonisierten, die vielleicht auch in Flensburg waren, warum auch immer, keine Ahnung. Und ich glaube, dass man da sich sehr viel nochmal auf die Suche begeben muss, um solche Gegengeschichten zu finden. Ja. Und ich glaube, dass es aber sehr wichtig ist, die mitzuerzählen. Also wie gesagt, ich finde es total wichtig, auch koloniale Herrschaftsverhältnisse kritisch zu hinterfragen und kritisch darzustellen. Und ich glaube aber, ich würde immer auch nicht vergessen, auch einen Perspektivwechsel mit einzuziehen. Und das heißt eben auch die Geschichte von denen sozusagen zu erzählen, die auf Plantagen gearbeitet haben, die möglicherweise auf den Schiffen gearbeitet haben und eben Kolonisierte waren. So, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Und was mir noch dazu einfällt, ich glaube, das kann man ja auch ganz gut machen. Also denke ich, dass das oft funktioniert, dann eben auch so einen biografischen Ansatz. Es gibt zum Beispiel im Rathaus in Treptow-Köpenick in Berlin gibt es eine Dauerausstellung seit ein paar Jahren jetzt. Die ist von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland gemacht worden. Und es gab ja am Treptower Park war ja diese Berliner Gewerbeausstellung von 1896. Und da gibt es diesen Karpfenteich, den gibt es heute auch noch. Und da war das sogenannte Eingeborenendorf, wo irgendwie 100 Leute aus Namibia ausgestellt waren. Und in dieser Ausstellung haben die wirklich angefangen, jede einzelne Person, die da ausgestellt war, zu recherchieren. Und man geht da so rein und es ist wie so eine Art Archiv und man kann dann quasi so rumblättern mit so Tafeln. Und das ist wirklich sehr akribisch, haben die wahnsinnig recherchiert zu den Lebensdaten von diesen Personen. Und ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Perspektive, die man immer im Kopf behalten sollte, wenn man jetzt anfängt, so eine Kolonialgeschichte aufzuarbeiten. Also zum einen die Perspektive der anderen und zum anderen die Subjekte sehr deutlich, also die Menschen vortreten zu lassen. Das wäre jetzt eine Frage an dich, Sibylle, nämlich genau, wie können sozusagen afro-karibische Perspektiven, um dieses Wort Perspektivwechsel, was ja ganz oft jetzt auftaucht, wie können diese Perspektiven des Erinnerns an Plantagenökonomien sichtbar werden aus deiner Sicht? Auch wenn ich den Begriff Perspektivwechsel eingebracht habe, vielleicht verschiebe ich den eher in Perspektiverweiterung, weil die Zentralperspektive ist ja nicht weg, ja, sondern es geht darum, auch eine Perspektive aus anderen Positionen noch sichtbar zu machen. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich immer bedenkenswert, weil ich meine, hier sind ja Historikerinnen und wir hatten kürzlich eine Veranstaltung, wo auch der Leiter des Flensburger Stadtarchivs war und der hat gesagt, ich habe die Zahl vergessen, ungefähr, wir haben 50.000 Objekte in unserem Archiv und das ist die Geschichte, die wir erzählen können. Und es ist ja gar nicht so einfach, über welche Objekte, mit welchen Quellen kann man denn überhaupt arbeiten, ja, um eine andere Perspektive auch sichtbar zu machen, die du jetzt gerade geschildert hast. Und darf ich da ganz kurz nachfragen? Also die Objekte, mit denen kann man die Geschichte erzählen und wo es keine Objekte gibt, kann man keine erzählen oder es gibt unerzählte Geschichte von diesen Objekten? Genau, das ist erstmal der Fundus, vielleicht sehen das andere, die als Historikerin arbeiten, das anders. Das ist erstmal der Ausgangspunkt des Geschichteerzählens in Flensburg. Und also so funktioniert ja unser Verständnis von Geschichte in Deutschland oder in Europa, dass wir die Objekte, die wir gesammelt haben, erstmal, das sind die Fakten, von denen wir ausgehen. Und die auch anders zu nutzen, dass andere Personen diese lesen, also um wieder auf die Ausstellung im Schifffahrtsmuseum zurückzukommen. Imani Tafari Arma hat ja auch mit den Objekten im Schifffahrtsmuseums Fundus gearbeitet und die einfach anders sortiert und ausgestellt. Und also wie kann man afro-karibische Perspektiven des Erinnerns deutlich machen, da es so wenig Quellen gibt, die schwierig zu nutzen sind, ist immer dann die erste Idee, dann laden wir von da welche ein.
Ja, und so ist es hier ja auch gewesen. Und das hat ja eine andere Perspektive gebracht. Und was ich da bemerkenswert fand, war auch die Form. Ja? Und du hast es ja eben schon angesprochen, das ist unangenehm, sich mit Rassismus zu beschäftigen, mit den rassistischen Ungleichheitsverhältnissen, die überhaupt den Kolonialismus ermöglicht haben und die auch das Ergebnis waren von Kolonialismus, dass wir überhaupt mit Rassismus bis zur Gegenwart so viel zu tun haben. Und was die Kuratorin bei der Ausstellung gemacht hat, war auch ein Unbehagen herstellen, körperliches Unbehagen bei den Besucherinnen und diejenigen von ihnen, die vielleicht da waren. Ich habe mich auch erstmal geärgert, dass man sich immer so bücken muss, damit man überhaupt erstmal diese Infotafeln lesen kann. Es war alles total unbequem und bis klar war, das ist natürlich das Konzept, dass dieses körperliche Unbehagen und sich überhaupt erstmal bemühen, Dinge zu erschließen und sich bücken müssen, dass das die Idee war, auch überhaupt auf das Unbehagen hinzuweisen. Ich war letzte Woche in Glasgow in dem Museum der Universität, die 500 Jahre alt ist und auch viel mit Kolonialgeschichte zu tun hat. Und das Museum der Universität hat ein neues Konzept entwickelt, das heißt, das Unbehagen kuratieren. Curating the discomfort. Und das finde ich extrem interessant, dass die Idee ist, die Objekte, die in dem Museum sind, die auch über Jahrhunderte ganz kuriose Mischungen zusammengekommen sind aus verschiedenen Kolonien des britischen Empire, dass sie einfach anders gelesen werden. Es geht gar nicht darum, die Objekte auszutauschen, umbenennen, war ja eben schon das Thema, Sie haben es eingebracht, umbenennen, wie geht man mit den Dingen um, sondern kann man die auch anders interpretieren. Und das ist einfach sehr interessant, was man aus den Objekten auch erfahren kann. Und das machen vor allem Community Curators, also vor allem, so wie auch bei dem Beispiel, was du genannt hast aus Köpenick, Vertreterinnen der schwarzen Community, die mit diesen Dingen umgehen. Also das Unbehagen finde ich einen treffenden Begriff. Ja? Und das Unbehagen trifft ja nicht nur die weiße Gesellschaft, die sich mit Kolonialismus beschäftigen sollte. Und meine Erfahrung ist auch, die du geschildert hast, Luzi, bei mir im Geografie-Seminar sitzen dann die Menschen, die vor 2 Jahren noch aus der Schule waren und dann sagen, es ist uns total unangenehm, aber über den Zweiten Weltkrieg wissen wir total viel, das kommt uns aus den Ohren raus und über Kolonialismus wissen wir gar nichts. Und das ist denen unangenehm. Ja? Und da ist einfach auch viel zu tun im Bereich der Bildung. Ja? Und das Thema, was Sie ja angeschoben haben, ist ja auch über den Bildungsausschuss gekommen, was ich bemerkenswert finde und auch genau richtig. Also Unbehagen ist ein Thema und das hat nicht nur im Schifffahrtsmuseum eine Rolle gespielt, sondern vielleicht haben es auch viele mitbekommen, in Kopenhagen ist zur gleichen Zeit auch von karibischen Künstlerinnen, von Virgin und Islanderinnen, so heißen ja die, die jetzt auf den Inseln leben, die vorher dänische Kolonien waren oder wie sie sich auch selber bezeichnen, Virgin und Islanderinnen. 2 Künstlerinnen haben in Kopenhagen ein Denkmal ausgestellt, was sie I am Queen Mary nennen. Queen Mary ist eine der Kämpferinnen für die Unabhängigkeit gewesen, die einen großen Aufstand auf den damals dänischen Kolonien angeführt hat. Und mit dieser Person erinnern sie auch an den Widerstand auf den dänischen Kolonien. Und das ist für uns ja auch eine Geschichte, die in Flensburg total entinnert wird. Wir wissen nichts über, dass es Protest gab gegen den Anbau von Zuckerrohr auf den Plantagen. Wir erinnern uns nur an die Überseefahrt und an die Westindienfahrt und an die ehrbaren Kaufleute. Und dieses, sich mit diesem Unbehagen nicht beschäftigen zu müssen, da kennen Sie auch viele Floskeln, die immer wieder benutzt werden, auch von deutschen Politikerinnen. England war viel schlimmer, das waren doch nur ganz kleine Inseln, das ist ja lange her, Deutschland war ja auch nicht so lange Kolonialmacht, die Flensburger, die waren aber nicht am Versklavungshandel beteiligt, Dreieckshandel, da haben wir nichts mit zu tun. Das sind ja Formen von Relativierung, die uns auch immer wieder begegnen und die ich immer als Ausdruck lese, sich mit diesem Unbehagen nicht beschäftigen zu wollen. Und karibische Perspektiven, um auf deine Fragen zurückzukommen, einfach mal zuhören. Ja? Also wenn Dinge angesprochen werden zu globalen Ungleichheitsverhältnissen, die eine Kontinuität haben,
auf Basis dieser kolonialen Geschichte über Jahrhunderte und die nur möglich waren durch Rassismus. Und Sie haben es angesprochen, AfD ist ein Ausdruck von Rassismus und natürlich tragen das auch andere mit, diese Form. Also damit schwingt auch Rassismus mit, wenn ich sage, das waren noch nur kleine Inseln. Trotzdem haben da sehr viele Menschen gelebt, die ausgebeutet wurden für den Wohlstand in Flensburg. Und das einfach mal stehen zu lassen und nicht immer zu relativieren und das mal als Standpunkt mitzunehmen und sich damit zu beschäftigen, das wäre eine Möglichkeit, die mit Unbehagen verbunden ist, aber die einen großen Schritt voranbringt, aus meiner Sicht. Ja, das Unbehagen ist vielleicht ein gutes Stichwort auch für Lars Harms, weil ich kann mir schon vorstellen, also als in der Politik kuratiert man das Unbehagen wahrscheinlich nicht, sondern hat dann mit ihm jede Menge zu tun, denn es ist ja die Frage, in welcher Form sollen jetzt Landesinstitutionen, Kommunalverwaltung, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Bildungsträger, das Stichwort kam gerade, ne? Wir haben über Lehrpläne, an der EUF studieren 75% Lehramt, also wie sollen die alle zusammenarbeiten, um jetzt ein gemeinsames Erinnerungskonzept zu entwickeln und im besten Fall ja nicht nur ein Konzept, sondern Kultur zu verändern? Und da ist ja eine breite Einbindung sehr wichtig. Wie kann das gehen? Das sind ja zweierlei Dinge. Das eine ist das in dem Antrag so formulierte Erinnerungskonzept. Ich würde immer noch sagen Handlungskonzept. Wie gehe ich damit um? Welche Möglichkeiten habe ich damit umgehen, diese schönen Beispiele, die gebracht wurden, eben einfach mal aufzuschreiben, zu sagen, Mensch, wenn ihr das in Lübeck, in Itzehoe, in Flensburg, in Husum oder in Kiel diskutiert, die und die Möglichkeiten haben andere schon rausgefunden. Guckt euch das mal an, geht euren eigenen Weg und versucht es dann eben auch gut hinzubekommen. Das ist, glaube ich, dieses Erinnerungskonzept. Wenn es darum geht, den Bereich der Geschichte in der Gesellschaft tiefer zu verankern, und der ist nahezu null verankert, wenn man ehrlich ist, dann geht es nur darum, dass man in die Lehrpläne natürlich reingeht, dass man Lehrer in der Ausbildung sensibilisiert, Hochschullehrer natürlich auch sensibilisiert, wenn man Geschichte studiert beispielsweise, dass man Kommunalpolitiker sensibilisiert, wenn sich diese Fragen stellen, dass sie vielleicht auch selber diese Fragen stellen und selber auch Lösungen finden. Wenn wir ein Beispiel nennen, weil wir das ständig bei uns in Kiel nun rauf und runter diskutieren, das ist immer diese Benennungsfrage. Und die ist hochemotional. Also soll, was weiß ich, eine Hindenburgstraße Hindenburgstraße heißen oder nicht? Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten, entweder ja oder nein. Und so kloppen sich die Leute. Dass es aber Nuancen gibt, dass man sagt, das kann stehen bleiben, wenn beispielsweise da eine Erklärung drunter steht, wenn wir noch eine Veranstaltung dazu machen, wenn in unserer Schule regelmäßig darauf hingewiesen wird, was das für eine Person war in der Historie, dann geht man damit ja anders um. Man kann Straßen im Übrigen auch zur Hälfte umbenennen. Das gibt es in Kiel beispielsweise. Aus dem Hindenburg-Ufer wurde zur Hälfte die Kiel-Linie. Das ist noch gar nicht so lange her, 2 Jahre her, genau aus den gleichen Gründen. So, und deswegen gibt es, glaube ich, viele verschiedene Möglichkeiten, wie man mit diesem kulturellen Erbe, das wir hier haben, dieses schwierige Erbe umgehen kann. Das Entscheidende für mich ist aber nicht, welche einzelne Lösung man macht. Das muss jede Kommune, das muss jede Community vor Ort selbst entscheiden. Das Entscheidende ist doch, dass man den Mut hat, auf die Staaten, auf die Länder, auf die Orte zuzugehen, mit denen man mal über diese schlimme Geschichte zusammen verbunden war. Und in der Tat, das ist vielleicht schon 200 Jahre her. Da könnte man jetzt sagen, was geht mich das noch an? Ich bin erst 57, was wollt ihr von mir? Das ist übrigens immer die Haltung, die man manchmal in solchen Sachen einnimmt, die ich nicht gut finde. Sondern dass man sagt, lasst uns doch was aufbauen, lasst uns etwas Neues aufbauen im Bewusstsein dieser gemeinsamen Geschichte, die für viele Menschen auch schrecklich war. Und lasst uns da etwas Gemeinsames, Neues darauf aufbauen, dass man sozusagen neue Freundschaften schließt, neue Partnerschaften schließt. Das wäre für mich eigentlich ein Ausdruck dessen, dass man auch es selber ernst nimmt und sagt, okay,
Vor 200 Jahren haben sich die Menschen aus Flensburg verdammt nochmal nicht ordentlich benommen. Aber jetzt, wir Flensburger wollen uns ordentlich benehmen. Wir machen jetzt eine Partnerschaft mit dem Ort XY, um dort einen kulturellen Austausch hinzubekommen. Vielleicht sogar einen wirtschaftlichen Austausch, wovon beide sogar wirtschaftlich was haben. Warum denn nicht? Wenn sich das ergibt, ist das auch gut. Sportaustausch, Jugendreisen machen. Man kann alles Mögliche machen. Und damit dann eben sich dieser Geschichte immer wieder bewusst werden, weil das werden die Leute dann, die sich da austauschen. Die werden immer wieder auf diese Geschichte hingewiesen und gleichzeitig schafft man etwas Neues, und zwar etwas Neues Gutes, dass also aus etwas Schlechtem etwas Gutes entwickelt werden kann. Das, finde ich, ist eine faszinierende Perspektive. Also das kam jetzt zum zweiten Mal von dir zu sagen, wir wollen in irgendeiner Art und Weise sozusagen Städte- oder Regionenpartnerschaften, wir wollen zusammenarbeiten, aber es soll sich von Entwicklungshilfe oder irgendwas anderem unterscheiden, sondern es soll tatsächlich auf einer sozusagen ausbeuterischen Geschichte, also die Gemeinsamkeit, die durch diese Geschichte entsteht, soll die Perspektive in diesen Austausch, also die Perspektive der ehemals Ausgebeuteten, durch einen Austausch mit reingenommen werden. Habe ich das richtig verstanden? Ich will mal ein Beispiel nennen. Das Land Schleswig-Holstein hat eine Partnerschaft mit einer chinesischen Provinz, 60 Millionen Einwohner, heißt Zhejiang, liegt in der Nähe von Shanghai. Und eigentlich gibt es da keinerlei inhaltliche Verbindung, außer dass beide Kohle verdienen wollen. Das ist die Grundlage der Partnerschaft. Da gibt es auch keinen großen kulturellen Austausch, aber wir fahren da alle 5 Jahre mal hin und machen dann neue Geschäfte. Das ist auch alles nett und auch alles gut. Im gleichen Land gibt es aber auch den Ort Tsingtao. Qingdao heißt es auf Chinesisch. Eine ehemals deutsche Kolonie. Und von Kiel und von Wilhelmshaven aus wurden die Soldaten eingeschifft, die dort 1901, 1902 den Boxer auf der Stand, den sogenannten, niedergeschlagen haben. Mein Urgroßvater war im Übrigen auch dabei. Und da gibt es eine viel engere Verbindung. Da könnte man auch eine viel engere Verbindung schaffen. Und da eine solche Verbindung, eine solche Partnerschaft, da würde ich sagen, da kann viel, viel mehr draus erwachsen, als aus einer Partnerschaft, wo man einfach sagt, naja, wir müssen eine Partnerschaft mit China haben, wir hatten hier viel Kohle, welche Häfen habt ihr, können wir da enger einen Austausch machen, wunderbar, wir machen Wirtschaft, wir verdienen Geld. Das ist auch nett, hätte man aber auch mit Tsingtao hinbekommen. Aber diese kulturelle Schiene, diese Menschenaustauschschiene, die ist, finde ich, wäre in einer anderen Partnerschaft wesentlich besser angelegt gewesen. Okay, dazu vielleicht ist das was um, also weil es wäre jetzt auch eine Frage, es wird ja sehr oft über Orte erinnert, ne? Auch an koloniales Geschehen, auch hier in der Stadt, die App, man steht vor einem Haus, vor einem Gebäude, vor einer Straße und das ist sozusagen die Art, wie man daran erinnert. Ist es jetzt die Idee, die Lars Harms reingebracht hat, tatsächlich mit den Ländern in einen ganz engen Austausch zu treten oder in einen engeren Austausch, wäre das nochmal eine andere Möglichkeit, sagen auch emotional anzuschließen und ein anderes Erinnerungskonzept zu entwickeln? Ich frage erstmal Felix und dann frage ich dich mal. Ja, also ich meine, es spricht ja nichts dagegen, mit den Ländern in Austausch zu treten. Das finde ich, glaube ich, eine gute Idee. Aber ich bin immer so ein bisschen skeptisch bei diesen Wirtschaftspartnerschaften. Mir fällt da ehrlich gesagt, ich komme heute immer mit Büchern, ich weiß auch nicht warum, ich lese gar nicht so viel, aber egal. Ich muss an Uwe Timm denken und Uwe Timm ist ja auch nicht ganz unerheblich für die Erinnerungskultur, was Kolonialismus angeht. Ich weiß nicht, ob vielleicht welche von euch den kennen, das ist auch so ein Alt-68er Literat, also der hat Bücher geschrieben, der hat auch ein Fotobuch gemacht, Deutsche Kolonie heißt das tatsächlich, ich weiß gar nicht aus welchem Jahr, das ist schon relativ alt, der hat irgendwie so Fotos gefunden, Fotoalben aus der Kolonialzeit sozusagen. Und dann hat er diesen Roman Murenga geschrieben, von, ich glaube, 78 ist der. Also wirklich sehr früh, was jetzt Deutschland und Kolonialgedenken angeht. Also Murenga war ja einer der Aufständischen in Namibia 1904 bis 1908. Und das ist ein Buch, was so auf historischen Quellen beruht. Und also er hat sich einfach sehr früh, und er war übrigens auch, interessanterweise, da schreibt er auch in dem Buch drüber als 68er, er war auch an dem Sturz des Denkmals, an des Kolonialdenkmals vor der Hamburger Universität beteiligt. 1967 war das, glaube ich.
in anderen Büchern beschreibt Uwe Timm, und das finde ich ganz interessant, beschreibt er so diese, oder ich weiß nicht, ein, zwei Bücher, ich weiß auch leider nicht mehr, wie die heißen, aber er beschreibt so diese Leute, die so wirtschaftlich ins Ausland gehen und eben gerade so in die dritte Welt gehen und da irgendwelche Geschäfte machen und alles soll aber irgendwie auch so ein bisschen mit der Entwicklung sein. Und ich bin da irgendwie super skeptisch. Ich kenne mich da aber auch zu wenig aus. Das ist jetzt vielleicht auch alles so ein bisschen oberflächlich, aber ich habe immer so das Gefühl, also, oder sagen wir andersrum, ich denke mal, geschichtlich war es doch wahrscheinlich zu oft so, dass man irgendwie mit hehren Absichten, also die vor sich hertrag, so hat der, hertrug, so hat ja der Kolonialismus übrigens auch ganz viel funktioniert, ja. Und am Ende geht es aber, das hast du ja selber gesagt, geht es darum, dass man irgendwie Kohle verdienen will. Und also da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Aber das soll jetzt überhaupt nicht heißen, dass es nicht irgendwie Sinn macht, Städtepartnerschaften vielleicht zu gründen oder so. Also das ist jetzt wirklich kein Plädoyer dagegen. Ich glaube nur, da ist jetzt auch vielleicht so ein bisschen platt, aber wenn wir sozusagen in dem Wirtschaftssystem leben, in dem wir leben, wo es um Profit geht, dann kann man das alles irgendwie wahnsinnig schön umgarnen mit irgendwelchen erinnerungspolitischen Geschichten. Aber am Ende bin ich mir nicht sicher, ob es das dann trägt. Vielleicht so viel dazu. Also würde ich vielleicht nur kurz darauf antworten. Also mein Pepitum war nicht, jetzt Wirtschaftsbeziehungen aufzubauen, sondern mein Hinweis war, dass wir das bisher nur so machen, und zwar völlig losgelöst, mit welcher Region, Hauptsache wir können Kohle verdienen. Und ich würde mir wünschen, dass, wenn man eine Region aussucht, dass das eine Region ist nach Möglichkeit, die zu uns Beziehungen hat, oder eine Stadt, die zu uns Beziehungen hat, dass wir Kulturaustausch machen, dass wir Schüleraustausch machen, dass wir Sportaustausch machen. Und meinetwegen darf dann auch die eine oder andere Firma miteinander eben auch ein Geschäft machen. Darum ging mir das. Luzi, an dich nochmal die Frage, sozusagen, gibt es auch andere Möglichkeiten, anstatt mittels konkreter Orte an Kolonialbeziehungen zu erinnern? Ja, also einmal würde ich gerne nochmal auch darauf antworten, und zwar, ich bin da auch skeptisch, vor allen Dingen, also wenn ich dich nochmal zitieren darf, wir wollen uns jetzt benehmen, hast du gesagt, irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da jetzt auch zu kritisch, aber wir müssen halt aufpassen, wie wir dann auch an diese Menschen herantreten oder an Partnerstädte, weil wir dürfen dann nicht wieder diese typische eurozentrische Perspektive einnehmen und auch nicht fordern, sondern auch, wie Sibylle eher gesagt hat, eine zuhörende Rolle, und ich finde, das ist vor allen Dingen wichtig. Genau, und um jetzt nochmal auf die zweite Frage zu antworten, in meiner App habe ich nicht nur feste Orte, ich musste feste Orte integrieren, um sozusagen einen GPS-Radius festzulegen, aber mir ging es nämlich genau darum auch, ich habe auch den Begriff von der Pilkentafel aufgegriffen, sozusagen die Leerstelle, also ich habe auch darauf nochmal verwiesen, dass es hier genug Dinge gibt, die nicht erzählt werden in Flensburg. Ich habe einen Stromkasten benutzt, vielleicht Leute, die in Flensburg hier leben, wissen, dass hier sind Stromkästen angemalt. Ich habe einen ausgesucht, der soll rassistische Werbung wieder spiegeln, weil es gibt einfach auch immer noch Werbung oder gab auch Werbung hier in Flensburg, die rassistisch war. Also mir geht es vor allen Dingen darum, auch Dinge zu erzählen, die hier in Flensburg nicht integriert sind, sondern schwarzen Widerstand auch zu erzählen oder so, das halt nicht an einen Ort gekoppelt ist. Ja. Ich habe jetzt noch eine Frage an Lars Harms und Sibylle Bauriedel, bevor wir dann einmal fürs Publikum öffnen wollen und dass ihr oder sie Fragen stellen können, und wir würden am Ende gerne noch mal eine kleine Schlussrunde machen zu der Frage, was braucht es eigentlich, damit der Prozess weitergeht. Wir sind ja jetzt hier ein Podium, man kann sich andere Podien vorstellen, und auch noch Dinge, die geschehen müssten. Darüber wollen wir nach der Publikumsrunde noch einmal kurz sprechen. Aber ich hätte jetzt noch mal die Frage einmal an Lars und dann an Sibylle. Was bedeuten denn diese Überlegungen, wenn wir jetzt, wir reden ja über Flensburg, für das Image von Flensburg? Also es geht ja nicht nur darum, wie werden Straßennamen benannt oder heißt der Christiansenpark Christiansenpark. Es geht ja um ein Image einer Region, die eben auch mit dem dänischen Hygge wirbt und mit ihrem Rum und mit dem Zucker immer noch, auch wenn das mittlerweile vielleicht ein bisschen kritischer. Ich muss übrigens sagen, als ich vor 10 Jahren kam und die Imagebroschüre für die Uni geschrieben habe, habe ich auch noch von Rum und Zucker geschrieben, ohne dass mir richtig klar war, was ich da tue. Also wie müsste eine ernsthafte Auseinandersetzung von Stadt und Region, wie müsste die sich auf das Image und das nach außen transportierte Selbstbild der Stadt auswirken? Erst an Lars und dann an Sibylle. Also erstmal glaube ich, dass Flensburg mehr als Rum und Zucker ist, aber das sei mal dahingestellt. Ich glaube, man kann eine Marketingstrategie auch ein bisschen breiter aufstellen. Das Zweite ist, keine Stadt, kein Ort, keine Region muss sich Sorgen machen, dass, wenn man diese Art der Geschichte aufarbeitet,
dass man dadurch ein schlechtes Image bekommt, sondern im Gegenteil, meine Überzeugung ist eigentlich, dass wenn man es macht, dann man tatsächlich auch ein besseres Image bekommen kann, sondern wenn es unter den Teppich gekehrt wird und der Mensch von außen das wahrnimmt, guck mal hier, die beschäftigen sich mit ihrem Kram nicht, die machen nicht, nee, kommt, die ticken immer noch so, dann hat man ein schlechtes Image. Und ich glaube, genau andersrum muss es sein, solche Dinge müssen aufgearbeitet werden, wie viele andere Bereiche aus der Geschichte auch. Erst dann hat man wirklich ein gutes Image. Und deswegen glaube ich auch sogar, dass man diesen Teil der Geschichte auch, ja, jetzt, da muss ich wieder vorsichtig sein, man kann ihn touristisch nutzen. So, ich bin ja Touristiker und das geht. Ich war auch schon in Ausstellungen, die sehr unangenehm waren. Aber letztendlich ist das Tourismus, so doof es erstmal klingt. Natürlich macht sich da keiner Gedanken drüber, dass es nun das Marketing-Element ist. Aber es ist ein Teil der regionalen Geschichte, die man hier auch aufarbeiten kann und die man auch Touristen zumuten kann und die Touristen auch ertragen können, ohne dass das jetzt ein schlechtes Image gibt. Und ich glaube, wenn man sich das vor Augen hält, dass das sowohl für die eigene Bevölkerung als auch für die Menschen, die zu uns kommen, aus geschäftlichen, aus touristischen Erwägungen heraus oder weil es Fans einer Mannschaft sind, die gegen Flensburg-Handewitt Handball spielt, dann ist das alles okay. Also es ist nichts Schlechtes, sondern die Kolonialismusfragen aufarbeiten tut gut, tut der Gesellschaft gut, aber ist auch fürs Image gut, bin ich fest von überzeugt. Sibylle. Ich bin das erste Mal als Touristin nach Flensburg gekommen, um mir eine Kolonialausstellung in Flensburg anzugucken. Also wenn ich angesprochen werde, dann solche Leute wie ich kommen dann als Touristin. Und das, für mich war das genau das Image, dass das eine Stadt ist, die sich auch mit ihrer Geschichte kritisch auseinandersetzt. Unter anderem das ist auch genau das, was ich überall dann immer erzähle. Und die meisten sagen, wie Kolonialgeschichte Flensburg, wieso denn? Also das ist einfach auch meistens nicht bekannt, da denken die meisten eher an Berlin, Hamburg, Bremen, wenn es um koloniale Verflechtung geht. Also ich würde das auch nicht für schädlich halten, im Gegenteil, sondern die Frage ist ja mal, wen will man ansprechen? Also ich weiß nicht, was Marketingleute im Tourismus eigentlich vor Augen haben, was für Menschen, die sie anziehen wollen. Das sind ja in der Regel die von außen kommen und von außen können auch Menschen kommen, die man, denen man Gewalt eintut, die man vom Kopf stößt, wenn man einfach immer von wir sind die Stadt des Zuckers und wir sind die Stadt des Überseehandels, wenn Menschen von dieser Gewalt betroffen sind oder Nachfahren sind aus der Karibik. Und so ging das ja auch Imani, als sie hierher gekommen ist, just zur Rom-Regatta ist sie gekommen und war doch ein bisschen perplex, dass es eben damit keine kritische Reflexion gibt. Also darauf möchte ich hinweisen, wenn Flensburg eine diverse Stadt sein möchte, und Sie haben ja auch in dem das Landesaktionsplan gegen Rassismus angesprochen, und da geht es ja auch um Vielfalt und Diversität. Und wenn wir das im Blick haben, dann müssen wir uns natürlich mit den verschiedenen Positionen, mit denen man die Stadt anguckt, auch auseinandersetzen. Und ich werde immer hellhörig. Sie haben eben auch gesagt, schwieriges Erbe, schlimme Geschichte. Und wer spricht denn da? Ja, also für wen ist das eine schlimme Geschichte? Für mich nicht. Ich habe da keine Nachteile von. Aber Menschen, die von Rassismus betroffen sind, für die ist das eine schlimme Geschichte. Also da braucht es doch auch vielleicht mal auch ein kurzes Überlegen, was eigentlich diese Begriffe dunkles Kapitel und so weiter bedeuten. Nämlich, ich halte das für ein Wegducken, sich mit der Verantwortung auseinanderzusetzen, die auch Menschen, die eben nicht von Rassismus betroffen sind, dem sie sich nicht aussetzen wollen. Und zum Image, wenn ich als Geografin unterwegs bin, dann betrachte ich die Stadt als Archiv. Ja, also alles, was ich im öffentlichen Raum wahrnehme, sind Spuren von Begegnungen im historischen Kontext, im Kontext der Gegenwart. Und das finde ich interessant.
dass in Flensburg einfach so viele Dinge nebeneinander, ich habe Felix abgeholt vom Bahnhof und ihm ein bisschen was über Flensburg noch erzählt, und es war klar, dass so eine große Gleichzeitigkeit hier stattfindet. Ja, also von einer langen Geschichte, die einfach in der Gegenwart so sichtbar ist, und dass das auch eine Bedeutung hat und einen Wert hat, also einen gesellschaftlichen Wert hat, dass eine Stadt diese Gleichzeitigkeit auch darstellt. Und mein Hinweis wäre, sich mit dieser einseitigen Erzählung, es gibt nicht nur eine Geschichte, sondern viele Geschichten, und wenn Flensburg sich Rumstadt nennt, dann ist es einfach eine singuläre Geschichte, die einfach nicht mehr angemessen ist, und nicht nur, weil wir reflektierte Sozialwissenschaftlerinnen sind, sondern weil wir auch in einer diversen Gesellschaft leben, wo man das nicht mehr bringen kann. Ja, und vielleicht, das Marketing gibt es auch noch nicht so lange, ich glaube seit 10 Jahren heißt Flensburg Rumstadt, korrigieren Sie mich, dann wird es auch eine Möglichkeit geben, sich ein anderes Label zu suchen und sich von dieser Erzählung wieder zu verabschieden. Also die Narrative einer Stadt haben eine ganz große Auswirkung, nicht nur auf Willkommenskultur, sondern wie geht man auch mit den Menschen, die in der Stadtgesellschaft leben, um? Also wie macht man sie überhaupt sichtbar und wie nimmt man sie auch ernst mit ihren Bezügen und ihren Geschichten? Das finde ich eine ganz wichtige Aufgabe von Kommunalpolitik, aber natürlich auch von der ganzen Stadtgesellschaft. Prima, dann danke erstmal bis hierhin, und dann würden wir jetzt die Diskussion öffnen und genau, also es gibt die Möglichkeit, oh, ich sehe schon, ich muss gar nicht reden. Ich will noch ganz kurz sagen, die Frage, bitte, wenn es geht, eine Frage formulieren, bitte einigermaßen kurz, damit viele Menschen drankommen, und vielleicht, wenn Sie die Frage an eine bestimmte Person hier auf dem Podium richten wollen, die Person nennen. Ja, danke. Ich habe vom Felix vorhin die Formulierung gehört, dritte Welt. Und ich bin in der Flüchtlingsarbeit, war ich schon sehr, sehr lange drin. Und die Rückmeldung mit den Menschen, dritte Welt, das war vielen total schwer. Wieso sagst du dritte Welt zu mir? An das Podium. Wie denkt ihr darüber, den Begriff dritte Welt? Ich denke, das ist sehr, sehr fragwürdig. Also der Begriff hat ja eine Geschichte, und er war ja mal ein sehr, wie soll ich sagen, ein politischer Begriff, der ganz bewusst eingesetzt wurde, ja, also sozusagen, um auch eine Alternative aufzuzeigen. Also ich glaube, das ist in Vergessenheit geraten. Ich würde auch sagen, vielleicht hätte ich das ein bisschen reflektierter, sensibler sagen müssen, aber mir ist es schon auch immer wieder wichtig zu sagen, dass das auch eine politische Selbstbezeichnung war von Ländern aus dem globalen Süden, die sich als dritte Welt bezeichnet haben, als dritte Welt organisiert haben und sozusagen damit ein politisches Programm verbunden haben, was nämlich auch ein antikoloniales Programm war. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen verloren gegangen, und insofern völlig richtig, schwingt da natürlich auch eine Wertigkeit mit von 1, 2, 3. Mir geht es darum, das hätte ich aber vielleicht transparent machen müssen, mir geht es darum, nochmal diese, also das war ein Begriff, der eine politische Intervention war, auch gegen neokoloniale Verhältnisse. Und das ist mir eigentlich wichtig zu transportieren, aber das hätte ich vielleicht sagen sollen. Vielen Dank. Hier, genau. Danke. Ich gebe zu, das ist nicht wirklich eine Frage, sondern ich steuere eine Anekdote für Lars Harms bei. Wir waren in Accra, in der Uni in Accra, die eine der Brutstätten oder eine der Ursprünge der afrikanischen Wissenschaften auf dem afrikanischen Kontinent waren. Wir waren da eine Woche aus Kulturaustauschgründen und kamen in das Büro des Leiters des Tanzdepartments und erklärten, was wir wollten. Und der sagte, ich weiß überhaupt nicht, ob ich Bock habe, mit euch zu reden, weil irgendwelche Weißen, die gerade mal so ein bisschen schlechtes Gewissen haben, kommen jetzt gerade mal hier vorbei und wollen sich jetzt mit mir anfreunden. So schnell geht das nicht. Und dann wurden wir einem langen Verhör unterzogen, in dem unsere Ernsthaftigkeit unseres Anliegens geprüft wurde. Und dann war es ein super interessantes Gespräch. Aber ich erzähle das nicht, weil wir das dann doch hingekriegt haben, sondern zu sagen,
Ja, es kann auch sein, dass die andere Seite so eine Art von Freundschaftsbekundung völlig unangemessen findet. Wir kennen auch viele afrikanische Künstler, die sagen, wisst ihr was, wir würden lieber einen Austausch mit Indien machen, weil die Europäer sind immer zu uns gekommen, die kennen wir schon. Das ist gar nicht unsere Fragestellung, uns mit euch auszutauschen. Also davor wollte ich nur gerade mal warnen, dass auch mit dieser Aggression aus gutem Grund zu rechnen ist. So, dann ist dort hinten eine, Michael Fuhr, war dir vorne eine Frage dort noch, genau. Ja, danke, ich mache es auch relativ kurz. Sowohl an Herrn Harms als auch an Frau Bauriedel die Frage. Sie haben gesagt, wir müssen schauen, dass wir das in die Lehrpläne bringen. Sie haben gesagt, die Stadt ist ein sozusagen begehbares Archiv. Ich finde, die Schnittmenge aus beiden ist ganz einfach. Außerschulische Lernorte stärken und mehr und häufiger besuchen. Museen, Gedenkstätten, aber eben auch Orte mit einer Vergangenheit, wie auch immer die sein mag. Und ich würde mir wünschen, dass das also auch in der Uni den Lehramtsstudentinnen und stärker noch nahegebracht wird. Ich freue mich total, dass heute so viele von Ihnen hier sind. Sonst sehe ich diese Gesichter selten im Museum. Ist eigentlich schade. Ihre App soll ja tatsächlich in der Stadt verschiedene Orte thematisieren oder tut das, thematisieren, Themen mit Orten verknüpfen. Es gibt im Land viele Gedenkstätten, für die es auch ein eigenes Konzept gibt, aber es ist tatsächlich für Lehrkräfte an Schulen ausgesprochen schwierig, dahin zu gehen, zumal das sich oftmals nicht mit den Lehrplänen deckt, was eben Regionalgeschichte betrifft, was aber auch zum Beispiel koloniale Vergangenheit betrifft. Also da würde ich mir wünschen, dass da mehr passiert und vielleicht haben Sie ja auch spontan schon ein paar Ideen, wie man das stärken könnte. Ja, ich kann ja anfangen, vielleicht mal die Information an alle, wenn Schülerinnen und Schüler an eine Gedenkstätte fahren wollen, wenn also da eine Tour gemacht werden soll, wird das auch vom Land bezuschusst. Das heißt also, das muss der Schulträger nicht alleine tragen, sondern dort werden eben auch die Fahrten bezuschusst. Ist übrigens erstmalig gemacht worden unter Anke Spornung als Kulturministerin, die eben genau für diesen Bereich gebrannt hat oder auch ja heute noch brennt. Und das sind nicht nur KZ-Gedenkstätten, sondern auch alle anderen Arten von Gedenkstätten, die wir hier bei uns haben. Was ganz, ganz wichtig ist, weil man immer nur mit den KZ-Gedenkstätten sozusagen im Kopf damit arbeitet. Also das gibt es schon und das ist auch politischer Wille. Ich glaube, wir haben auch eine große Chance, wenn es bei der Ausbildung der Schülerinnen und Schüler geht, in der Digitalisierung, weil wir dann erst in der Lage sind, wirklich eben auch virtuell auch sozusagen uns dem Thema zu nähern. Das ist ja derzeit wirklich unheimlich schwierig, zumindest in den Schulen. Und die Lehrpläne an sich, ich glaube, die sind schon so ausgestaltet, dass man das Thema nutzen könnte. Aber mein Gefühl ist eher, dass die Lehrer noch nicht so drauf gestoßen sind, wie sie es denn umsetzen sollen. Also Regionalgeschichte studiert zu haben, ist ja auch ganz schwierig. Also ich glaube nicht, dass jeder Lehrer, der hier in Flensburg ausgebildet wird, absolut sattelfest in nordfriesischer, dithmarscher oder ostholsteinischer Regionalgeschichte ist. Das heißt, da muss man sich ja irgendwie auch reinfuchsen, um denn eben auch diese regionalen Ansatzpunkte zu finden, wie man dann eben auch den jungen Leuten dann eben auch Geschichte oder eben auch diese Geschichte dann auch näher bringen kann. Weil ich glaube, nur wenn man das vor Ort verankert, dass die Leute merken, das hat was mit mir zu tun, dann, glaube ich, kriegt man es am besten hin. Aber ich glaube schon, Digitalisierung ist da eine große Chance. Und wie gesagt, Gedenkstätten besuchen wird derzeit schon bezuschusst. Sibylle, auch an dich. Du bildest Lehrkräfte an der EUF aus. Wie ist die Möglichkeit, sowas zu integrieren? Genau, also in der Geografie ist das unser leider nicht tägliches Geschäft, aber das, was wir natürlich immer tun und wollen. Wir bilden unter anderem Geografie-Lehrer und Lehrerinnen aus für Sek 1 und Sek 2. Die unterrichten dann Weltkunde, heißt es ja in Schleswig-Holstein, und in der Oberstufe dann Geografie.
Wir nutzen sehr viele außerschulische Lernorte und das sind bei uns dann nicht nur Museen. Vielleicht fällt Ihnen das gar nicht unbedingt auf, weil wir nicht immer in der Großgruppe kommen. In meinen Seminaren gehe ich jedes Semester mindestens ins Schifffahrtsmuseum, aber die haben auch oft Einzelaufgaben. Ja, also wir kommen nicht als Gruppe hin, sondern die versuchen mit den Objekten, die zu finden sind, zu arbeiten. Was wir aber viel häufiger machen, ist, deswegen habe ich ja über die Stadt als Archiv gesprochen, dass wir uns mit der Stadtstruktur beschäftigen und dass wir vor allem uns interessieren an Verflechtungsgeschichte. Und aus meiner Sicht machen Museen das zu wenig, dass sie sich nämlich viel zu stark mit dem Ort, mit dem sie sich auseinandersetzen, als Container verstehen. Und hier im Haus und im Schifffahrtsmuseum gibt es einige gute Beispiele, wo diese Verflechtungen auch deutlich werden. Und das halte ich als für eine wichtige Aufgabe, das noch stärker zu machen. Aber wir sind unterwegs mit Studierenden in Museen und aber auch im, vor allem im öffentlichen Raum. Ja, das halte ich auch für extrem wichtig und hoffe, wenn wir das exzessiver tun, dass das auch die Lehrer und Lehrer natürlich auch im Schulunterricht machen. Also was da die Restriktionen sind, da kann ich jetzt aber nicht zu sagen. Aber dass sie eben rausgehen. Also Sie kennen das aus Ihrer eigenen Schulbildung wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich haben Sie auch im Klassenzimmer immer auf dem gleichen Stuhl gesessen. Also dass wir auch uns mit unseren räumlichen Restriktionen auseinandersetzen und das, was wir erkunden können, ja, das muss man immer aufgerüttelt werden, das zu tun. Aber ich halte das für das Spannendste überhaupt an unserer Ausbildung. Luzi wollte dazu noch was sagen. Ja, also genau darum geht es ja auch mir mit der App von Poco FL. Also mir geht es darum, dass man in die Stadt geht. Man kann diese App nur benutzen, wenn man sich dieser Station jeweils in einem Radius von 50 Metern nähert. Es ist Digitalisierung. Ich gebe Führungen im Schifffahrtsmuseum. Die ganzen Kiddies, die haben alle ein Handy. Diese App ist kostenlos. Also es ist quasi Information serviert. So, die Schulen müssten es jetzt eigentlich nur noch nutzen. Und ich glaube, das ist teilweise ein Problem. Also ich hatte hier zum Beispiel eine, wie nennt man das, Projektwoche, genau, über Flensburg, als ich hier zur Schule gegangen bin. Damals habe ich ein Referat über den Olaf-Samson-Gang gehalten, weil uns das gar nicht gesagt wurde, dass es halt eine Stadtgeschichte gibt, die noch viel weiter zurückliegt. Und wenn das jetzt noch ein bisschen mehr genutzt wird, habe ich auch eine Idee, denn ich werde mein Wissen später am Ende des Jahres auch für Schulen extra anbieten. Ich werde eine Vorbereitung machen, eine Nachbereitung und dann kann man diese App nutzen und man hat Digitalisierung noch integriert. Also was will man eigentlich mehr? So, ich glaube, da hinten war noch eine Frage, ne? Ja, vielen Dank. Es ging jetzt viel um das Potenzial von Erinnerungskultur, was ja auch immer Erinnerungspolitik ist und auch schon nochmal Herausforderungen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie nochmal darauf eingehen könnten, weil es bei Erinnerungspolitik ja, also in der Form von Kultur, Erzählungen verändern und so weiter, ja auch immer viel um die symbolische Ebene geht und wie das jetzt im Verhältnis steht zu ja, dieser materiellen Ebene von die Verhältnisse müssen sich verändern. Ja, also was ist mit Reparationszahlungen, welche Rolle spielt die Stadt vielleicht auch da, wie hängt das zusammen? Vielleicht eine Frage erstmal an den Politiker. Ich bin ja nur ein kleiner Landtagsabgeordneter. Das müsste man eigentlich entweder dem Bundeskanzler oder die Außenministerin fragen. Bisher war es deutsche Politik, dass keine Reparationszahlungen geleistet werden, sondern dass immer Formulierungen genutzt wurden, die entschuldigend waren, die auch in irgendeiner Form Anerkennung ausgesprochen haben, aber die immer so gefasst wurden, dass ja nicht daraus geschlossen werden konnte, dass die Bundesrepublik in irgendeiner Form Reparationszahlungen zu zahlen hat. Ich weiß auch nicht, ob das die Lösung ist, weil ich stelle mir dann immer vor, wir müssten wahrscheinlich dann sehr viel zahlen an alle möglichen Länder. Da würden sicherlich, also bei der Geschichte, die Deutschland auf dem Buckel hat, glaube ich, da wird da schon eine teure Tasse Tee werden, um es mal salopp auszusprechen. Ich glaube immer noch, dass es besser ist, mit den Ländern tatsächlich in den Kontakt zu treten. Auch wohl wissend um die Schwierigkeiten, dass natürlich auch Länder sagen, mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Aber ich weiß auch, dass wenn Schuld anerkannt wird,
das im Regelfall auch so ist, dass die Menschen das durchaus auch wertschätzen und dass es auch zu ihrem eigenen Seelenfrieden durchaus eben auch beitragen kann. Und das ist, glaube ich, neben den materialistischen Fragen eben, das finde ich die Hauptfrage. Schaffen wir es endlich anzuerkennen, dass wir in diesen Bereichen eben Schuld auf uns geladen haben? Und kriegen wir es hin, den Leuten ins Gesicht zu sehen und zu sagen, das tut, also tut uns leid oder wie auch immer man das formuliert? Und in Namibia ist das jetzt gemacht worden, in den ostafrikanischen Staaten ist es noch nicht gemacht worden, in Tsingtau hat man es auch nicht gemacht, auf Tonga ist es bisher auch noch nicht geschehen und so gibt es eben viele Bereiche, in Togo auch noch nicht. Also da gibt es noch genügend, wo wir noch rumreisen könnten und wo wir dann eben auch dann eben auch um Verzeihung bitten können. Und wie gesagt, ich finde immer, es muss dann auch danach auch mit den Menschen dort eben geguckt werden, was können wir tun auf Augenhöhe, damit auch ihr euch in Zukunft genauso gut entwickeln könnt, wie wir es schon in den letzten Jahrhunderten konnten. Also wir brauchen uns nicht mehr entwickeln, wir sind entwickelt genug, aber wir haben, finde ich, jetzt die Verpflichtung, auch anderen zu helfen, sich entwickeln zu können. Und da finde ich, sich da an die ehemaligen Kolonien zu wenden und zu gucken, was wir für sie Gutes tun können, nicht jetzt in diesem patriarchalischen Sinn, sondern dass wir sie in dem unterstützen, was sie selber machen wollen. Ich glaube, das wäre der richtige Weg. Aber das setzt eben voraus, dass wir auch einmal wirklich auch die Schuld, die Deutschland auf sich geladen hat, in den Bereichen eben auch anerkennen. Ist ja nicht nur in der Kolonialfrage. Wir haben auch noch ein paar Kriege geführt, da gehört sich das im Übrigen genauso. Also das eine ist nochmal die Anerkennung der Verantwortung, aber es ging ja tatsächlich auch um eine materielle Ebene. Ich würde jetzt nochmal einmal an Felix und an Sibylle die Frage adressieren. Also ich finde das total wichtig, diese Frage immer wieder zu stellen oder diese Dimension auch immer wieder einzufordern. Also wie du gesagt hast, es ist ja dann, wir bewegen uns ja oft auf einer symbolischen Ebene und ich finde, es hat aber eben eine ganz starke materielle Dimension. Ich meine, du hast mir vorhin die Innenstadt gezeigt, also man muss ja hier nur rumlaufen, das springt dann ja an, also nicht nur hier, aber hier eben auch. Und insofern finde ich das, glaube ich, total richtig. Das Zweite, was mir dabei einfällt, ist ja einfach die ganze Restitutionsdebatte. Das ist ja auch im Grunde, wenn du so willst, eine materielle Ebene und ich finde das schon Wahnsinn. Ich meine, da hat sich ja schon sehr viel getan in den letzten Jahren und gleichzeitig finde ich das immer wieder wirklich, wirklich erstaunlich, also was Museen dann immer wieder für Argumente finden, um das irgendwie nicht zu machen oder um das irgendwie hinauszuzögern. Ich finde es wirklich verrückt, ja? Wo man einfach so denkt, das ist doch nicht so schwer. Also man kann die doch irgendwie einfach mal, das tun sie jetzt ja auch viele zumindest, ich weiß nicht, wie das in Flensburg ist, die Situation, aber dass die Museen anfangen, diese ganzen Sachen, also ihre Magazine da mal aufzuarbeiten, also die quasi Herkunft zu klären. Ja, und dann kann man das Zeug ja einfach mal zurückgeben. Also was ist daran so schwierig? Ja? Und das finde ich schon immer wieder frappierend, also wie groß da auch die Widerstände nach wie vor sind. Top. Sibylle. Vielleicht noch ein Punkt dazu, weil du hast die Frage gestellt und wir antworten sofort mit Reparation und Restitution. Ja, also das ist ja vergangenheitsbezogen und was ich bemerkenswert finde, dass es nicht genauso die erste Reaktion ist zu überlegen, was haben wir denn aktuell für Handelsbeziehungen? Ja, und wir haben uns jetzt die ganze Zeit eine Stunde darüber unterhalten, dass die Handelsbeziehungen der Vergangenheit problematisch waren. Und die haben sich ja nicht grundsätzlich verändert. Ja, also diese Verbindung auf Augenhöhe, das ist auch ein Wording, was die EU permanent benutzt, den Marshallplan der Partnerschaft zwischen Europa und Afrika, da wird auch immer über dieses, wir unterhalten uns auf Augenhöhe, wir wissen, was im Mittelmeer passiert, das ist nicht Augenhöhe. Und wenn wir uns in Flensburg jetzt auf kommunaler Ebene mal damit beschäftigen, wo kommt denn die Kohle her, die wir hier verbrennen? Also das sind ja die materiellen Fragen, die du, glaube ich, auch ansprechen wolltest. Wo kommt denn der Rohrzucker her oder die Rummelasse, die heute noch, wenn auch in kleinen Mengen hier verarbeitet wird? Also es gibt ja immer noch die Handelsbeziehungen nach Jamaika. Was sind das eigentlich für Arbeitsverhältnisse, die da herrschen? Und ich glaube, wir können ziemlich schnell darauf einigen, dass es ein Mindestmaß geben muss an
angemessenen Arbeitsverhältnissen. Es darf keine ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse geben. Da würden, glaube ich, alle, das ist eine Form von Partnerschaft, wo dann alle nicken. Aber dann müssen wir uns fragen, aber trifft das denn zu, wenn wir die Ressourcen angucken, die wir permanent in dieser Stadt verbrauchen? Ja, trifft das denn zu bei unserer Idee von, wir verändern unsere Mobilität? Wem muten wir das denn zu, dass wir permanent extreme Emissionen verursachen? Das sind Leute, die woanders leben und das finden wir absolut akzeptabel und das hat auch was mit kolonialem Denken zu tun. Und du hast ja gesagt, ich beschäftige mich nicht nur mit Kolonialismus, sondern mit globalen Ungleichheitsverhältnissen im Kontext von Klimapolitik und das begegnet mir immer wieder, dass dieses Denken des Kolonialismus sich auch nicht nur in der gegenwärtigen Politik, sondern Klimapolitik ist ja unsere Zukunftspolitik, dass sich das da einfach fortsetzt. Ja, und deswegen geht es nicht nur darum, dass wir uns mit unserer Geschichte beschäftigen. Jetzt hatten wir hier noch eine Frage und dann würde ich, glaube ich, wieder noch mal einmal zurück zum Podium kommen, zu der Frage, was wir jetzt brauchen, damit der Prozess weitergeht. Lieber Lars, du hast ein paar Länder erwähnt, das kann ich alles total unterstreichen, aber es ist eine Herzensangelegenheit mir auch, besonders die Indigenen in Nordamerika zu erwähnen, weil die unter Europa, den Preußen, gelitten haben bis zum geht nicht mehr, bis zum geht nicht mehr. Sie haben uns letztendlich auch von Adolf Hitler befreit. Große Kontingente Indigene haben hier im Zweiten Weltkrieg in Europa den Hitler fertig gemacht. Gut, das nehmen wir jetzt und gehen noch mal einmal zurück zu der Frage, weil wir jetzt eben gesprochen haben, wie bewältigen wir, wie reden wir, was für Konzepte gibt es, was brauchen die Konzepte, wie beziehen wir uns auf Flensburg? Und dann ist jetzt aber die Frage, was brauchte es denn, dass der Prozess weitergeht? Also wir sind jetzt heute ein bestimmtes Podium, hier könnten noch viel mehr und andere Menschen sitzen. Also braucht es ein Podium mit Stadtvertreterinnen? Das ist jetzt erstmal eine Frage an dich, Sibylle. Welche infrastrukturelle und finanzielle Ausstattung durch das Land, aufgepasst, bräuchte es, um ein dekoloniales Erinnerungskonzept zu erstellen? Wollte Lars noch sagen, er muss jetzt aufpassen, ja. Weil welche Mittel braucht er? Okay, Sie können schon mal durchziehen. Ja, ich guck schon mal, wo die Kohle liegt. Ja, genau. Also aus meiner Sicht ist die zentrale Aufgabe aktuell das stärker sichtbar machen. Du hast es ja angesprochen, für dich brauchte es auch erstmal die Universität, ja, die dir die Augen geöffnet hat. Ich fasse das ganz kurz zusammen. Ja. Und dann ist bei dir auch ziemlich viel in Gang gekommen. Ja. Also diese Form von sichtbar machen. Und dazu gehört natürlich überhaupt Spuren aufzufinden, zu benennen, vielleicht auch zu markieren, da gibt es ja auch schon einiges hier in Flensburg, und die materiellen Infrastrukturen aufzubauen. Du hast ein Beispiel auch genannt, da gibt es neue Formen, die wir nutzen können, um diese Spuren kolonialer Verflechtung auch nach außen zu tragen. Ja, damit es überhaupt mal eine Auseinandersetzung geben kann. Und das, was Sie ansprechen, funktioniert ja nur, wenn es überhaupt erstmal ein Bewusstsein gibt, dass das ein Thema ist, mit dem sich die Stadtgesellschaft und die Kommunalpolitik auseinandersetzt. Also die Zeugnisse des Kolonialismus liegen nicht nur in den Archiven, sondern sind auch in der Stadt sichtbar. Und was es dafür braucht? Also wir haben über Bildungseinrichtungen gesprochen, Sie sitzen genau vor mir, die Museen brauchen Geld, um auch das, was Sie hier präsentieren, überarbeiten zu können. Ja, das kann nicht auf Dauer so bleiben. Und Restitution haben Sie schon angesprochen, das hat wahrscheinlich auch Geld gekostet, zumindest Personal, sich damit zu beschäftigen. Aber mit Sammlungen sich kritisch auseinanderzusetzen und Kolonialismus auch zu hinterfragen und auch sichtbar zu machen, damit auch die jungen Menschen hierher strömen und sich damit auseinandersetzen, das braucht natürlich auch eine Finanzierung. Und auch das, was wir gesehen haben, also nach meiner Kenntnis, ich denke, dass Sie das auch bestätigen können, es gab noch nie eine temporäre Ausstellung, die so gut besucht war wie die kuratierte Ausstellung Schifffahrtsmuseum zu Kolonialismus. Das zumindest Susanne Griegold erzählt mir das immer. Wir mussten sogar montags aufmachen, weil uns die Schulklassen die Türen eingerannt haben. Ja? Also das ist ja ein Thema, was wichtig ist und das hat auch so eine Aufmerksamkeit bekommen, weil eben auch eine
Kuratoren von außen gekommen ist. Und sowas braucht ja auch eine Finanzierung. Und wenn Sie sagen, es braucht nicht nur Projektfinanzierung, sondern eine Verstetigung, ist das genau richtig. Es gibt auch Möglichkeiten von Bundesstiftungen. Das Altonaer Museum macht das zum Beispiel mit dem Programm 360 Grad. 360 Grad spricht auch Perspektivwechsel und Erweiterung an. Also das kann man natürlich auch nutzen, dass man auch kompetente Menschen dazu holt und ähnlich wie in Berlin schwarze Menschen in Deutschland, da gibt es einfach eine große Kompetenz, die das auch tun. Und wenn ich mir angucke, wie es in Berlin läuft, da wird vom Land ziemlich viel Geld investiert. Da läuft viel über die Auseinandersetzung mit Kolonialismus, über verschiedene Institutionen, die schwarze Menschen aufgebaut haben. In Hamburg ist das ganz anders. Da wurde der Großteil des Geldes investiert, um eine Professur zu schaffen, eine Forschungsstelle, eine Historikerin-Forschungsstelle, die sich mit deutscher Kolonialgeschichte beschäftigt. Und das sind so zwei Extreme, wie man damit umgehen kann. Ich hoffe, dass Schleswig-Holstein und Flensburg da eine Mittelform findet, nämlich diese verschiedenen Kompetenzbereiche zusammenführt. Dass es viel Fundus gibt. Ich habe schon angesprochen, eine digitale Dauerausstellung zu dem, was Imani Tafari-Ama erarbeitet hat, das ist einfach so naheliegend. Und mit meiner Arbeitsgruppe und auch andere Kollegen in der Europa-Universität, wir sind ja auch nicht untätig, wir versuchen ja auch mal Geld ranzuholen. Wir haben immer das Problem, Fördermittel zu bekommen, wenn wir eben nicht so eine klassische Kolonialgeschichtsforschung machen. Also wir bekommen immer kein Geld, weil wir sind Geografinnen und wir werden dann immer begutachtet von Historikern, die sagen, das ist ja keine Kolonialgeschichte, was sie machen. Und also da muss sich ja auch was auf dem Forschungsförderfeld ändern. Und wenn da erstmal Landesmittel kommen und man kann sagen, irgendwie, ja, wir machen da aber was, dann können wir noch von anderen Stiftungen was dazu holen. Also da gibt es ja verschiedene Institutionen, die auch dafür zuständig sind, sowas zu finanzieren. Und was ich auch wichtig finde, weil aus meiner Sicht sind das die in den letzten Jahren spektakulärsten Geschichten gewesen, künstlerische Interventionen finanzieren. Also das sind ja die Momente, wo auch Stadtgesellschaft aufmerksam wird, dass es so Denk- und Austauschorte gibt und Anlässe, sich damit zu beschäftigen. Und dann kommt einfach viel in Gang aus meiner Erfahrung, was auch voranbringen kann. Und ich hoffe, dass die Landesmittel auch fließen, dass an unserer Hochschule was passiert, sich mit kolonialen Perspektiven auseinanderzusetzen. Da sind zwei Kolleginnen, mit denen ich gerade ein interdisziplinäres Kolloquium mache zur Gegenwart der Kolonialität. Also wir bringen das Thema ja auch permanent voran und setzen uns mit den aktuellen Debatten in der Wissenschaft auseinander und versuchen das in Bezug zu setzen zu dem, was wir hier in Flensburg und Schleswig-Holstein vorfinden. Also es gibt ganz viel Potenzial und hoffentlich auch die richtigen Stellen, wo man gucken kann, wie Mittel, die verfügbar sind. Ich weiß nicht, ob Sie eine Zahl nennen wollen oder ob das noch gerade Aminata Touré gerade verhandelt, wie die Zahl dann heißt. Aber dass man natürlich auch einen Rahmen findet, das zusammen auszuhandeln mit denen sowohl schwarzen Menschen in Deutschland wie auch Wissenschaftlerinnen und andere aus der Stadtgesellschaft zu überlegen, aus der Kunst, wie kann man das denn am besten auch nutzen, dass miteinander was passiert und nicht irgendwie fünf Einzeldinge finanziert werden, die möglichst gut miteinander zusammengeführt werden könnten. Das würde ich mir wünschen. Ja, das ist schon einiges. So. Nochmal eine Frage an Lars, jenseits dessen, was du vielleicht zu den Wünschen sagen willst. Also Flensburg hat die Besonderheit der schleswig-holsteinisch oder preußisch-dänischen Geschichte, braucht es eine stärkere grenzüberschreitende Kooperation mit Dänemark und ist das eigentlich mit Dänemark in irgendeiner Art und Weise heikel? Fangen wir mal an, brauchen wir eine engere Zusammenarbeit. Wir können da sehen, bei den Museen klappt das hervorragend und das darf gerne auch auf allen anderen Bereichen sein, dass man die grenzüberschreitende Zusammenarbeit nicht nur wegen Kolonialismus, aber eben auch, weil es nun mal eine gemeinsame Kolonialgeschichte auch vor 1864 gibt, die spielt in Dänemark natürlich auch eine Rolle und natürlich auch emotional, ist gar keine Frage. Mein Gefühl sagt mir, dass man in Dänemark damit, entspannter ist vielleicht das falsche Wort, aber nehmen wir mal das Wort, also etwas entspannter damit umgeht,
Liegt vielleicht auch daran, dass man nur dieses eine Feld hat. Man hat nur das Feld, die karibischen Inseln, und das ist relativ abgrenzbar, währenddessen die deutsche Geschichte, freundlich formuliert, ja mit etwas mehr Brüchen behaftet ist und mit etwas mehr Verbrechen noch als nur die dänische Geschichte. Das soll das jetzt nicht runterwerten, sondern die Vielfalt der Verfehlung ist in Deutschland einfach größer gewesen. Und deswegen kann man sich dieses Themas natürlich viel besser annehmen. Und es auch, ich habe den Eindruck, dort gibt es auch größere Motivation, eben auch dann eben bei diesem einen Thema, das wirklich ganz prägend ist für die Geschichte Dänemarks, dann eben auch tatsächlich den kulturellen Austausch zu wagen. Und tatsächlich dann eben auch Musikgruppen, Theater einzuladen und dann eben auch diesen Austausch zu wagen. Und das ist zumindest mein Eindruck, den ich habe. Wenn es um Flensburg geht, glaube ich, muss Flensburg natürlich selber entscheiden, wie man mit seiner eigenen Geschichte umgehen will, was man machen will, welche Veranstaltungen man durchführen will, welche Events man machen will, welche vielleicht auch Schilder man austauschen will, weiß der Geier was. Und davon hängt natürlich auch ab, was der ganze Spaß dann kostet. Auf Landesebene gibt es in verschiedensten Bereichen, also für Sportaustausch ist das Innenministerium zuständig, für Kultur das Bildungsministerium. Wenn es eine soziale Geschichte ist, dann eben das Sozialministerium. Also da gibt es viele Pötte, die man dann auch anzapfen könnte, hängt aber natürlich immer von dem jeweiligen, jetzt sage ich wieder, Projekt ab. Und da ist eigentlich der Kern drin, wenn wir ein Erinnerungskonzept machen, dann muss da natürlich auch irgendwo drinstehen, in welche Richtung die Erinnerung gehen soll, damit man dann auch sagen kann, für diese Richtung zahlen wir auch mehr als nur Projektförderung, sondern da wollen wir etwas dauerhaft installieren. Ob das dann in Flensburg ist, in Kiel oder an 4 oder 5 verschiedenen Orten, das kann ich heute nicht sagen, weil das soll ja ausgearbeitet werden beim Landesdemokratiezentrum, wo auch verschiedene Gruppen dann eben auch entsprechend eingeladen werden und dabei sein werden und das dann ausarbeiten werden. Das soll ja gerade politikfern geschehen. Das soll nicht die Politik entscheiden, sondern die Bürgerinnen und Bürger, die betroffenen Menschen, die Menschen, die sich dort engagieren, sollen es entscheiden. Aber wenn man dann sagt, in eine bestimmte Richtung wollen wir es jetzt vorantreiben, und da werden wahrscheinlich auch 3, 4 Richtungen dann wieder überbleiben, wo man sagt, das hättet ihr aber auch noch machen können. Aber wenn man wie es ein Weg schon mal einschlägt und dann sagt, da geben wir eine feste Finanzierung drauf, damit sich da auch was weiterentwickeln kann. Ich glaube, dann ist man von Landesseite, glaube ich, schon auf relativ guten Weg. Wir sind ansonsten ja eher so diejenigen, die dann eben auch gerade in der Ausbildung der Menschen, die hier fürs Land tätig sind, also sprich die Lehrerinnen und Lehrer, da was reinzustecken. Wir machen gerade in der Ausbildung der Polizistinnen und Polizisten, die ändern wir gerade, damit da mehr Bewusstsein über Rassismen überhaupt, wie soll man sagen, implementiert werden können. Da haben wir ja immer noch große Probleme, gerade in der gesamten Republik, zum Glück etwas weniger bei uns, aber immer noch genügend bei uns, dass es notwendig ist, eben in dieser Ausbildung eben auch klarzumachen, was Rassismen sein können. Das ist vielen Menschen möglicherweise auch gar nicht bewusst, dass sie manchmal rassistisch handeln oder zumindest die Gefahr besteht, dass sie rassistisch handeln. Und das ist wichtig in den Ausbildungen in der Landesverwaltung, in der Landespolizei, aber eben auch bei den Lehrern, bei den Hochschullehrern, alle die wir ausbilden, dass wir da eben drauf achten. Und nochmal, wenn die Flensburger einen eigenen Weg gehen, und das kann nur ein eigener Weg sein, weil der ist anders als beispielsweise bei mir in Husum. Und wenn man den eigenen Weg geht, dann glaube ich, ist es wichtig, die Kommunalpolitik anzusprechen, die Kommunalpolitik auch zu einer Veranstaltung hierher zu holen, weil am Ende sind es diejenigen, die das dann in irgendeiner Form auch befördern sollen. Es wird viele Initiativen geben, die gibt es jetzt schon, die etwas machen, aber wenn es darum geht, eben auch, sagen wir mal, verwaltungsmäßige Unterstützung, wenn es darum geht, mal einen Erinnerungsort zu schaffen, dann brauchst du da eine Baugenehmigung und weiß der Himmel was alles. Dann brauche ich die Verwaltung dabei, dann brauche ich die Kommunalpolitik dabei. Wenn es um Fördermittel geht, dann brauche ich auch die kommunale Ebene dabei, damit die dann dahinter steht. Und das sind ja nun mal unsere gewählten Vertreter. Und da würde ich mir wünschen, dass eine so der nächsten Veranstaltungen dann eben auch mit Politikern stattfindet. Nicht als Podiumsdiskussion, dass wir Politiker uns alle überbieten. Wahlkampf ist vorbei, brauchen wir nicht. Aber einfach zur Information, auch zum Austausch auch, damit möglicherweise die Politiker, zumindest der demokratischen Fraktion, ich weiß gar nicht, ob wir hier eine AfD auch haben in Flensburg,
Ich fürchte fast, aber hoffentlich nicht. Gut. In Flensburg ist die Welt noch in Ordnung, das ist gut so. Jedenfalls, wenn dann alle hier sitzen, glaube ich, dann hätte man auch eine Chance, tatsächlich auch ein bisschen breiter das zu diskutieren. Weil der Vorteil an Kommunalpolitik ist, die findet auch noch in den Blättern in der Zeitung statt. Und wir hätten eine Möglichkeit, eben damit auch Öffentlichkeit zu schaffen für unser Thema. Luzi möchte dazu noch was sagen. Also als ich meine Bachelorarbeit 2020 geschrieben habe, da war ja auch das Grenzjubiläum, 100 Jahre Grenzbestehen. Und deswegen habe ich mich auch damit beschäftigt, wie geht Flensburg damit um und wie geht Dänemark mit dieser Aufarbeitung um. Deswegen finde ich das besonders interessant, weil ich hatte einmal als Unterstützung Marco Petersen für meine Bachelorarbeit, der hat so ein bisschen die dänische Sichtweise geschildert. Und ich habe für meine Bachelorarbeit mit Herrn Furig, dem Stadtpräsidenten, gesprochen. Und es kamen erstaunliche Sachen dabei raus, weil gerade auch wenn wir hier immer sagen, wir waren ja nicht, also Flensburg war ja nie aktiv am Sklavenhandel beteiligt, wird ja auch immer was relativiert. So. Und es wirkte so, das war dann letztendlich das Ergebnis der Arbeit, dass man sich da immer so in Abgrenzungsbereiche, wie so ein rohes Ei, sich diese Geschichte hin und her geschoben hat. Und ich finde nämlich nicht, dass Flensburg da genug zusammenarbeitet mit Dänemark. Ich finde, es mangelt extrem daran. Und deswegen finde ich gut, dass Sie jetzt hier sind, aber ich finde, genau daran sollte Flensburg arbeiten. Und ich habe auf jeden Fall einmal schon damals, also vor 2 Jahren festgehalten, würde sich die Stadt auf einen Ausbau der Wissensvermittlung fokussieren, nicht nur institutionell, denn es wurde immer in meinen Forschungen auf das Museum verwiesen, aber das, finde ich, reicht nicht nur, weil man ein Museum hat, sondern in einem Versuch der Wissensvermittlung für alle BürgerInnen, so kann das zu einem kollektiven Bewusstsein führen. In der Aufarbeitung ist es wichtig, einen Relativismus, wie zum Beispiel wir waren ja nie aktiv am Sklavenhandel beteiligt, der Geschichte auszumerzen. Denn dieser ist nicht zielführend. Solange die Meinung vertreten wird, man müsse sich einer historischen Problematik nicht stellen, da man selbst darin nicht involviert war, werden veraltete Denkmuster weitergetragen. Und genau das ist das Problem hier. Und deswegen ist es auch problematisch, dass Flensburg immer noch dieses Rumstadt-Narrativ trägt. Denn das zeigt einfach so die kollektive Identität dieser Stadt. Ja, ich habe gerade gedacht, das ist eigentlich das Schlusswort. Ja, dann bleibt mir trotzdem noch, auch nach dem Applaus, zu danken für eure Aufmerksamkeit und natürlich eine Wortmeldung. Stopp, ganz kurz. Also wenn wir jetzt noch kurz fürs Publikum öffnen, dann bitte mit Mikrofon und ich würde gerne sagen, nicht mehr allzu lange, weil wir sind schon 8:10. Okay. Ich möchte eine kleine Anmerkung machen. Ich habe 14 Jahre in Dänemark gelebt und ich weiß nicht mehr ganz genau, 2018 oder 2019 ist das Schifffahrtsmuseum in Helsingør neu eröffnet worden. Da fehlte die koloniale Geschichte, die war völlig vergessen und ausgeklammert. Und aufgrund der Kritik, die von außen kam, hat man dann, ich weiß nicht, 1 oder 2 Quadratmeter nachher nachgerüstet mit den Kisten, in denen die Sklaven transportiert wurden. Aber also mir ist nicht bekannt, wo in Dänemark koloniale Geschichte aufgearbeitet wird. Also ich weiß zum Beispiel von Kirsten Lühlhoff, einer Medizinerin, die am Ende ihrer medizinischen Laufbahn Geschichte studiert hat und sich damit beschäftigt hat, warum es so viele Kindergräber an der Westküste auf den Friedhöfen gibt in der Nähe von Lagern nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das Folketing hat, ich weiß nicht, 1946 beschlossen, dass deutsche Flüchtlingskinder medizinische Hilfe verweigert wurde. Kirsten Lühlhoff hat das bearbeitet und ein Buch darüber geschrieben. Die hat Morddrohungen erhalten. Also in Hinsicht auf Dänemark zu sagen, dass es da ein offenes Klima für die Kolonialgeschichte oder die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte gibt, ist mir nicht untergekommen. Also ich habe Völkerkunde studiert. Also und habe schon ein Augenmerk darauf. Und mein Großvater war Handelskaufmann in Accra.
oder an der Elfenbeinküste. Und von daher hat mich dieses Thema sehr interessiert. Aber in Dänemark, also das offene Klima, es gibt so Aufrufe zum 100-jährigen oder zu diesem Grenzjubiläum gab es dann irgendwie so eine Textile, dass alle möglichen Leute mit Textilkunst was ausdrucken könnten und im Trapholt-Museum wurde das ausgestellt. Aber dass es wirklich in die Tiefe geht oder man da umfangreicher drüber berichtet, also das würde mich sehr interessieren, wo das stattfindet. Okay, dann vielen Dank für den Hinweis. Hier ist auch noch eine Wortmeldung, aber ich hatte, Sibylle, willst du antworten? Ich zeige dir gerade nochmal hoch, weil das hat sich ja ausdrücklich mit Schleswiger Geschichte beschäftigt. Die Hälfte der Texte sind auch auf Dänisch geschrieben, das ist in Deutsch, Dänisch, Englisch geschrieben, weil hier auch einige Kollegen aus Dänemark beteiligt waren. Also es gibt Dinge, die schon passiert sind in der Kooperation, wo einzelne Museen in Schleswig daran beteiligt waren. Und zu dem Jubiläum des Verkaufs der Virgin Islands hat ja auch in Kopenhagen haben auch temporäre Ausstellungen stattgefunden. Also ich will das gar nicht schönreden, aber das bisschen, was in Flensburg passiert ist, ist tatsächlich auch in Dänemark passiert. Aber das ist ausbaufähig, das können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Ich würde gerne eine Einladung aussprechen als letztes. Wir werden in der Pilgentafel im Oktober, November nochmal das Thema Kolonialgeschichte aufnehmen und auch Stücke von Kolleginnen aus anderen Regionen nochmal dazu holen. Und wir planen, unscharf bis jetzt, aber genau das zu machen, nochmal eine Diskussion mit der Flensburger Politik, um zu sagen, okay, 2017 ist jetzt 5 Jahre her, was haben wir seitdem eigentlich hingekriegt und wie ist das Ganze, wie hat sich das weiterentwickelt und alle hier, die an dem Thema Interesse haben, wir sind für Begleitprogramm drumherum nochmal extrem offen und nehmen gern Vorschläge auf von wem auch immer, die einen Abend dazu gestalten wollen. Prima, vielen Dank. Dann würde ich jetzt aber an dieser Stelle sagen, es ist noch eine Wortmeldung, gut. Und dann ist die letzte jetzt. Genau. Ich wollte auch noch mal sagen, wenn es noch mal eine Podiumsdiskussion geben sollte, würde ich mir wünschen, wenn auch jemand von der Wirtschaft dabei wäre. Diese Geschichte ist ja noch nicht so lange her, ob es in Bremen, Flensburg, Hamburg oder in Dänemark, Kopenhagen ist. Nur weil man Firmen sich entnazifiziert haben, heißt das nicht, dass sie sich freisprechen können. Und wenn Pötte gesucht werden, die Geld geben, es haben sich ja viele, viele Firmen bereichert. Und ich finde, wenn Gelder gesucht werden für solche Projekte, die sie ja gut vorgeschlagen haben, könnte man ja auch solchen mal schöpfen. Das heißt, Politik sollte Wirtschaft ansprechen, ihr koloniales Gewissen noch mal zu hinterfragen. Na genau, also die Namen können wir auch nennen. Detlefsen Holding wirbt dafür, dass sie seit 300 Jahren erfolgreiche Kaufleute sind. Kann man ansprechen. Ich würde noch transparent machen, in der Vorbereitung dieser Veranstaltung, ich hatte jetzt ja ausgesucht, wer hier oben sitzt. Meine Idee war, dass Vertreter des Landes, jetzt sind Sie als Einziger hier, es war noch geplant, dass von den Grünen eine dabei ist, und dass Vertreterin aus der Wissenschaft, und dich habe ich so angesprochen als Vertreterin der aktivistischen Auseinandersetzung mit den Spuren des Kolonialismus. Und die Idee war, dass diesmal niemand von der Stadtpolitik hier oben sitzt, weil das ja eine Initiative war, die vom Land ausging, in der Hoffnung, meine Hoffnung ist, und ich hoffe, dass es auch die Resonanz, die heute gekommen ist, dazu führt, dass es eine Fortsetzung gibt mit ähnlichen Formaten, wo es expliziter auch um Flensburg geht. Und natürlich, dass dann auch Vertreterinnen der Kommunalpolitik hier sitzen und vielleicht auch der Flensburger Wirtschaft. Marco Petersen, der das hier mitgemacht hat, initiiert hat, hat auch schon signalisiert, er kommt gerne. Also wo auch viel Wissen zu diesen Fragen aus Flensburg dann mal aufs Podium kommt. Ich hatte Kontakt mit der Bürgermeisterin, die wie immer gesagt hat, das ist mir ein Herzensanliegen. Und da kann man sie ja auch
bei Wort nehmen, dass sie das auch dann auch weiterträgt. Ich würde es nicht organisieren, wir haben das jetzt hier einmal gemacht. Vor allem vielen Dank auch an Katrin Fischer, die das sehr, sehr unterstützt hat. Und wir würden das verfügbar machen, das Audio auf der Homepage der EUF. Und dann hoffe ich, dass Vertreter von der Stadt das weitertragen. Vielleicht können Sie hier vorher das ja auch mitteilen, dass es eine sehr interessante Veranstaltung war, die auch, wo auch Dinge auf den Tisch gekommen sind, die das Thema auch voranbringen. Und dann hoffen wir mal, dass es auch weitergetragen wird. Von meiner Arbeitsgruppe würden wir, das ist schon vereinbart, im Anfang September irgendwann, das machen wir noch publik, auf unserer Homepage, die es jetzt auch gibt, haben wir auch Vertreterinnen aus Hamburg eingeladen, die berichten, wie das Erinnerungskonzept in Hamburg funktioniert, weil es eben ja eine enge Verbindung gibt zwischen Altona und Flensburg, dass wir auch von anderen lernen können. Also es wird noch weitere Veranstaltungen geben, aber explizit zum Erinnerungskonzept wäre das einfach aus meiner Sicht wichtig, dass auch solche Formate weitergehen. So, dann kann ich jetzt aber wirklich die Diskussion beenden. Also nochmal vielen Dank an Sie und an euch für die Aufmerksamkeit und vielen Dank an Felix Axter, an Luzi Metzdorf, an Sibylle Baul-Riedel und Lars Harms, dass ihr heute hier wart und euch den Fragen gestellt habt. Dankeschön.